Hallo YouTube, Simon und Joscha von Games on Tables wieder hier und wir machen mal eine kleine Vorstellung von Blood Bowl. Denn ja, wir spielen relativ viel Guild Ball, aber wir spielen jetzt auch wieder ein bisschen Blood Bowl nebenbei. Das wurde ja von Games Workshop vor ein Jahr, zwei Jahren? Ungefähr ein Jahr schon. Ungefähr jetzt. Ein Jahr neu rausgebracht, nochmal richtig schön reworked, das Ganze aufgepäppelt und wir spielen jetzt momentan im Dortmunder Games Workshop eine Liga mit. Wir spielen online mit dem PC-Spiel eine Liga. Und dachten uns, dann kann man auch mal einmal das Spiel quasi an sich vorstellen auf dem Kanal und am Ende auch so ein bisschen fazitmäßigen Vergleich zu Guild Ball ziehen. Viele sagen... Ja, wenn, also Fazit, ich denke... Okay, lassen wir uns überraschen, ja, wie genau also das Fazit viele ist. Sagen, Guild Ball ist halt besser, aber ich würde sagen, es ist schwer zu bewerten, da die Spieler halt einfach einen unterschiedlichen Fokus setzen. Genau. Und deshalb, wir spielen beide Spiele sehr gerne und haben jetzt einfach mal vor, hier so ein Beispiel-Match zu machen, an dem wir die Grundregeln erklären. Wir benutzen jetzt nicht die beiden Teams aus diesem Starter-Set, Menschen und Orks, aus zweierlei Gründen. Die Menschen sind nicht mehr hier und die Orks sind nicht bemalt. Ja. Wir benutzen zwei andere Teams. Du benutzt die... Ich benutze die Skaven, selbst bemalt natürlich. Mhm. Und ich spiele aus anderen Figuren umgebaut die Chaos-Renegaten. Ja. Die sind, es gibt zwei Erweiterungsbücher hierzu, Death Zone Season 1 und Season 2. Deine sind aus Season 1? Ja, meine sind seit Season 1 dabei. Meine sind aus Season 2. Im Grunde so ein Chaos-Kult und bunt zusammengewürfelt. Was genau drin ist, zeigen wir euch gleich. Und werden dann einfach ein Spiel machen und anhand dieses Spiels die verschiedenen Regeln erklären. Wir gehen nicht so sehr darauf ein, auf wie erstellt man ein Team, Teamwertung, solche Sachen nicht und auch Charakterentwicklung, also Spielerentwicklung jetzt nicht so sehr. Man kriegt halt eigentlich Erfahrungspunkte und kann sein Team weiterentwickeln bei Blood Bowl, was halt den größten Reiz ausmacht, ja, auf jeden sein Fall. Team halt wirklich zu verbessern. Aber bei nur so einem Showmatch wäre das jetzt zu aufwendig, das noch mit aufzuschreiben, weil es auch einfach keine Auswirkung auf das Spiel an sich in dem Moment hat. Genau, also im Grunde kann man natürlich sagen, es ist auch schon in Anführungsstrichen ein großer Unterschied zwischen Showmatches, was ja quasi Freundschaftsspiele sind mit fertig vorgenerierten Teams mit einem gewissen Teamwert, ganz grob umrissen, und natürlich ein ganz anderes Gefühl in einer Liga zu spielen, wo man natürlich so auch als Trainer des Teams so ein bisschen mitfiebert, dass seine potenziellen Starspieler nicht sterben, was dann im Falle eines Ligaspiels permanent ist. Und im Falle eines Showmatches kann man sagen, hey Mann, kein Problem, ne? Ging ja sowieso nur um den Spaß. Genau, da wird, also es kann halt trotzdem zu Verletzungen kommen, wir werden dann aber nicht weiter würfeln, was das für Verletzungen sind. Ja. Den Schritt sparen wir uns dann gleich, aber da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu. Das heißt, ja, im Grunde sind wir soweit dann schon startklar, das heißt, ich würde sagen, wir springen einfach aufs Spielfeld. Genau. So, ja, also, so sieht das Spielfeld aus. Das hier ist das tatsächliches Spielfeld. Und hier sind unsere beiden sogenannten Duckouts, also der Bereich, auf dem man seine Touchdowns zählt, seinen Spielzug, seine Rerolls markieren kann, hier auf der untersten Leiste. Und dann auch seine Reservespieler, K.O.-Spieler und verletzten Spieler entsprechend positioniert. Hier liegen noch ein paar Karten, da kommen wir gleich zu. Was man zu Beginn des Spiels macht, ist erstmal auslosen, wer anstoßen wird. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal hier eine Münze. Hier habe ich so ein komisches Auge und Striche drauf. Nein, nehme ich das komische Auge. Komisches Auge gewinnt. Das heißt, du darfst auswählen, ob du anstoßen oder empfangen möchtest. Mhm. In der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es dann entsprechend genau andersrum zu Beginn. Das quasi so ein bisschen wie Rugby oder Fußball, wie man es kennt. Das heißt, Halbzeit wird ganz klassisch gewechselt. Ich möchte gerne angreifen, das heißt, ich möchte den Ball empfangen. Okay, genau, weil der empfangene Spieler hat den ersten Spielzug dann gleich. So, das heißt, ich muss gleich anstoßen. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir noch Karten ziehen. Hier gibt es 6 verschiedene Decks, also es sind im Grundspiel sind diese 2 Decks und dann gibt es durch die Erweiterung nochmal zusätzliche Kartendecks. Die geben noch ein bisschen Zufallsereignisse mit in das Spiel hinein. Beim Standardwertung von 1000 zieht man, glaube ich, 3 Karten und behält 2. Genau. Wichtiger ist es dann natürlich für größere Showmatches, je höher der Team oder der höchste Teamwert einer jeweiligen Mannschaft gibt an, wie viele Karten gezogen werden. Ich glaube, 1 Million bis fast schon 2 Millionen sind maximal 3 Karten, die gezogen werden, wovon 2 behalten werden dürfen. In unserer Liga zum Beispiel gibt es eine Hausregel, dass man aus jedem Stapel nur eine ziehen kann, einfach weil einige Karten und einige Stapel durchaus stärker sind als andere. Aber wir können machen, wie wir wollen. Wir machen aber das jetzt mit der Hausregel auch, um mehr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu haben. Deshalb, ich ziehe jetzt hier einmal Vorteile durch Training, einmal magische Memorabilien und einmal Zufallsereignisse. Dann mache ich genau die anderen 3. Skaven sind bekannt für schmutzige Tricks.
Heldentat nicht unbedingt, aber man weiß ja nie. Und natürlich ein diverses Durcheinander. Das im Grunde passiert natürlich gleichzeitig, dass man gucken kann, okay, welche dieser Karten könnten vielleicht im Laufe des Spiels einen entsprechenden Impact haben. Wie gesagt nochmal, einige sind sehr witzig. Jeder Stapel hat quasi auch seinen eigenen Flair. Das heißt, schmutzige Tricks sind wirklich dreckige Sachen natürlich, während Heldentaten einen Spieler als Besonderen hervorheben können. Muss ich mal gucken. Das ist natürlich auch cool. Ich bleibe tatsächlich bei den schmutzigen Tricks. Dann habe ich noch Heldentaten und diverses Durcheinander. Ja, ich habe Vorteil durch Training und Zufallsereignis behalten. Das ist natürlich auch sehr cool. Ich nehme dann diverses Durcheinander und die Heldentat verschwindet. So, dann legen wir die ganzen zur Seite. Jetzt müssen wir noch ein paar Dinge machen. Und zwar müssen wir das Wetter auswürfeln. Dazu wirft jeder Spieler einen sechsseitigen Würfel. Wir haben eine 6 und 6 ist einfach, hier gibt es einen Übersichtszettel mit verschiedenen Sachen. Und 6 bei Wetter ist schönes Wetter. 4 bis 10 ist schönes, normales Blood Bowl-Wetter ohne großartige Sonderregeln. Bei 2, 3, 11 und 12 hätte man entsprechend besonderes Wetter wie drückende Hetze oder strömender Regen oder so etwas. Das Schöne ist, auch jedes Wetter, außer das freundliche Wetter, hat natürlich einen wunderbaren eigenen Effekt. Ja. So, also ganz normales Blood Bowl-Wetter. Dann müssen wir noch auswählen, wie viele Fans hat denn jeder von uns mitgebracht? Dazu würfelt jeder 2 bis 6. Ich habe 7, also 70.000, du hast 40.000. Ich weiß nicht, ob du einen Fanfaktor in deinem Team hast. Nein, ich habe einen Cheerleader und einen Co-Trainer gekauft. Okay, Fanfaktor kann man sich halt im Team kaufen, beziehungsweise kann man dann durch Siege oder Unentschieden-Spiele eventuell nach dem Spiel erringen. Die würden jetzt entsprechend nochmal 10.000 pro Fanfaktor mehr Zuschauer reinbringen. In dem Fall habe ich 70.000 Zuschauer, du 40.000, das ist relativ wenig an Zuschauerschaft, 10.000 zusammen, so. Genau. Es ist ja oder sind es nur 10.000 pro? Eigentlich sind es 1.000. Das heißt, wir haben sogar nur 11.000 Zuschauer insgesamt. Genau. Okay, noch weniger. Im Grunde, es ist ein Freundschaftsspiel, da kommen halt nicht so genau. Viele. Heißt aber, dadurch, dass ich mehr Fans habe, kriege ich den Fame plus 1, also Ruhm plus 1. Das ist für verschiedene Anstoßereignisse wichtig. Ich gebe dir einfach mal meinen Ballmarker als Fame-Marker. Yay. Damit wir Bescheid wissen, du hast Fame. So, jetzt muss ich, weil ich anstoße, zuerst aufstellen. Und ich habe hier drei große Typen. Ich habe hier einen Minotauren, ich habe einen Troll und ich habe einen Oger. Die haben alle Stärke 5. Der Durchschnittswert ist eigentlich 3. 5 ist sehr, sehr stark. Ja. Dafür haben die aber auch so Sonderregeln. Also der Troll ist saublöd, der Minotaur ist ein wildes Tier und der Oger ist ein Dummkopf. Das heißt, ich muss für alle drei immer zu Beginn ihrer Aktivierung würfeln, ob sie überhaupt ihre Aktivierung machen dürfen oder ob sie halt blöd, dumm oder wild sind und entsprechend ihre Aktivierung dann überspringen. Ja, das ist quasi so ein bisschen so auch ein leichtes Balancing-Moment, um auch wirklich sehr starke Spieler potenziell, wenn man viel Hoffnung in sie setzt, dass sie auch einfach mal durch ja, ihr wildes Tier, ihre Saublödheit oder Dummheit einfach mal aussetzen. So, dann hat das Chaos-Renegaten-Team, also das ist halt die eine Besonderheit, dass ich drei große Typen habe. Max, sonst gibt es maximal eigentlich zwei, meistens eher nur einen. Kemri kann 4, aber das ist auch nochmal eine Ausnahme. Genau. Und dann habe ich noch dazu 4 Feldspieler anderer Teams, die sich meinem Chaos-Kult angeschlossen haben. In dem Fall hier ein Goblin, ein Dunkelelf, ein Ork und eine Ratte, ein Skave, also quasi einer von seinen, ist hier bei mir im Team. Die haben keine besonderen Fähigkeiten, die 4, außer, also der Goblin schon hat ein paar Fähigkeiten, kommen später zu. Die 4 haben aber Animosität. Wenn sie den Ball abgeben wollen an einen freundlichen Spieler einer anderen Rasse, muss ich erstmal einen 2-Plus-Wurf schaffen, sonst gelingt mir das nicht. Auch wieder so ein Zufallselement, vor allem bei den Chaos-Renegaten. Sie haben alle ihre eigenen Gründe quasi gehabt, ihre vorherigen Teams zu verlassen und möchten sich natürlich jetzt auch in so einem Renegaten-Team ein bisschen verdingen. Genau, so, dann habe ich hier Menschen, ganz normale Menschen, die quasi das Durchschnittsprofil haben, Bewegung, 6 Felder, Stärke 3, Geschicklichkeit 3 und 8 Rüstung und keine Fähigkeiten. Also wirklich 0815 Humis. So, und dann stelle ich meinen Elf noch hier hin. Der Elf hat Geschicklichkeit 4, ist halt ein Elf. Die Ratten haben Bewegung 7 grundsätzlich. Ja, das trifft nahezu auf mein gesamtes Team. Der Ork hat mehr Rüstung, dafür weniger Bewegung.
So, ich habe fertig aufgestellt. Mein Elf will gleich den Anstoß durchführen. So, ja, im Vergleich zu seinem Team habe ich natürlich nur eine einzige Rasse. Ich spiele halt die Skaven, wo ich sagen kann, ich habe natürlich auch ein paar mit besonderen Fähigkeiten. Mein gesamtes Team hat erstmal Bewegungswert von 7. Das sind Ratten, die sind einfach fix. Und das finde ich zumindest sehr, sehr gut. Dann stelle ich erstmal Lineman auf. Das ist quasi wie der Renegat da vorne. Genau dasselbe, nur in ohne lila und pink. Animositätsregel. Genau, nur ohne die Animositätsregel. Beim Aufstellen, das habe ich jetzt gerade ein bisschen vergessen, gibt es zwei Dinge zu beachten. Punkt 1. Man muss an diese Mittellinie, in diesem mittleren Bereich, man sieht ja hier diese Trennlinien, es gibt quasi den linken und rechten Flankenbereich und einen zentralen Bereich. Und man muss beim Aufstellen an die Mittellinie im zentralen Bereich mindestens 3 Spieler stellen. Und man darf in die beiden Flanken jeweils maximal 2 Spieler aufstellen. Das habe ich hier auch hier, da die 2 Menschen, da die 2 Menschen und halt meine 3 großen Jungs in die Mitte. Ich habe nicht mehr dahingestellt, denn alles, was halt direkt an der Linie steht, kann von ihm dann auch in der ersten Runde direkt gehauen werden. So, warum man jetzt überlegt, wie man aufstellt, es gibt natürlich verschiedene Taktiken, wie man aufstellen möchte. Das kann man wirklich sehr gut dann auch an dem Footballspiel zurückverfolgen oder Rugby, wo es Formationen gibt. Hier darf man halt nach vorne passen, wie beim Football, bei Rugby geht es nur nach hinten. Hier haben wir halt die Möglichkeit, natürlich auch mit einer gewissen Formation, eine Art von Spielstil, einer muss natürlich in die Reserve, ich darf nicht mehr als 11 Leute auf dem Feld haben, so dass man da natürlich auch offensive Lineups haben kann, defensive Lineups haben kann und so natürlich auch ein bisschen die verschiedenen Spielarten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, das ist mein Werfer, natürlich dann da auch so ein bisschen Spielstil forcieren. Der Unterschied natürlich dazu ist, dass ich nicht nur Linemen habe, die an sich keine Fähigkeiten haben, sondern natürlich auch Positionals oder Positionsspieler, wie man sagen kann. Der Werfer zum Beispiel macht genau das, wofür er da ist. Er hebt den Ball besser auf als andere und er wirft potenziell besser als andere oder meine gesamten anderen Skaven. Hoffen wir natürlich, dass er es kann. Dann habe ich Blitzer. Diese Blitzer haben eine Sonderfähigkeit, die nennt sich Blocken. Das heißt, die bleiben potenziell ein bisschen länger stehen und haben natürlich gegen andere Spieler eher die Möglichkeit, sie umzuhauen. Und dann habe ich die Gossenläufer, die schnellsten Spieler im Spiel ohne jegliche Erweiterung oder ähnliches. Die haben eine Bewegung von 9, was natürlich ja quasi fast einmal quer übers Feld bedeutet. Mhm. Sie können ausweichen und sie haben eine Gewandtheit wie ein Elf, also eine Gewandtheit von 4. Ihr Nachteil ist, sie haben nur eine Stärke von 2. Also unterdurchschnittlich werden sie von fast allen verhauen, wenn sie denn getroffen werden. Ausweichen können sie natürlich auch. Ja, Bewegung von 9 ist ziemlich gut, denn eine Spielfeldhälfte ist quasi 13 Felder lang. Genau. Man muss also, wenn man an der Kante steht, quasi 13 Felder zurücklegen, um einen Touchdown zu machen. Und mit Bewegung 9 ist man da schon sehr nah dran. Definitiv. So, dann muss ich den Anstoß durchführen. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Ball. Wir haben hier extra einen mit so einem gelben Baseline, damit man ihn hoffentlich auf der Kamera besser erkennt. So, aber bevor du anstößt, gibt es ein diverses Durcheinander in diesem Spiel. Und zwar habe ich freundliche Fans. Sollte es passieren, dass einer meiner Spieler rausgeworfen wird, fangen die freundlichen Fans ihn auf und bringen ihn einfach netterweise in meine Reservebox, ohne dass was passiert. Okay, normalerweise, wenn man Spieler vom Spielfeld runterschubst, sind halt da nicht freundliche Fans, die rumrandalieren und dann entsprechenden Spieler verhauen würden, wodurch ein Verletzungswurf gemacht wird. Der findet jetzt für deine Spieler also nicht statt. Genau. So, ich wähle ein Feld für den Anstoß des Balls. Ich nehme dieses zentrale Feld in deiner Hälfte. Denn dann kommt diese Abweichungsschablone dazu. Ich nehme einen 8-seitigen Würfel und einen 6-seitigen Würfel. Und dann schaue ich mal, wie viele Felder. 6-seitiger Würfel sagt die Anzahl der Felder. 5 Felder in Richtung der 8. Dann landet der 1, hier. 2, 3, 4, 5. So, von da aus wird der jetzt, weil er auf ein leeres Feld noch mal weiterspringen. Aber erst kommt die Anstoßtabelle. Es passiert immer irgendetwas bei Blood Bowl. Nichts ist wirklich so, wie es scheint. Eine 6-6 bedeutet begeisterte Fans. Jeder Trainer wirft einen W3, also dreiseitigen Würfel quasi, und addiert den Ruhm seines Teams. Ruhm ist ja, ich habe plus 1, weil ich mehr Fans habe. Genau. Das Team mit dem höheren Ergebnis bekommt einen zusätzlichen Team-Wiederholungswurf für diese Halbzeit. Wenn beide Teams das gleiche Ergebnis haben, bekommen beide einen. Weil das begeisterte Fans ist, funktionieren deine Cheerleader. Du hast Cheerleader in deinem Team, die geben dir auch plus 1 pro Cheerleader in,
auf deinen Wurf. Das heißt, ich gleiche das gerade ein bisschen genau, auf. Genau, wir haben beide W3 plus 1. Ich bin bei, also das ist beim W3 eine 1, also 2 insgesamt. Du ich hast bin eine, bei 6, also wird das eine 3 plus 4. 1 wird eine 4. Das heißt, du bekommst einen extra Team-Wiederholungswurf. Ja, die Cheerleader haben sich gleich gelohnt. Yeah! Na, bei dem Wurf war es egal. Das stimmt. So, dann lassen wir die Schablone kurz liegen. Der Ball tickt noch einmal in die Richtung 1. Tickt er wieder zurück. Und damit würde jetzt sein erster Zug beginnen. Diese Teamwiederholungswürfe würde ich noch einmal darauf eingehen. Man kann pro Spielzug einmal so einen Wurf benutzen. Dann gibt man den halt aus, um halt einen beliebigen Würfelwurf neu zu würfeln. Es gibt ein paar Würfel, die man nicht neu würfeln kann, wie zum Beispiel Rüstungswürfe oder Verletzungswürfe. Aber die meisten anderen Sachen kann man einmal wiederholen. Aber halt nur einmal pro Spielzug darf man einen Teamwiederholungswurf einsetzen. Sonderfälle sind Fähigkeiten von Spielern, die bei bestimmten Aktionen erlauben, einen Wiederholungswurf zu nutzen. Das werde ich hoffentlich jetzt erfolgreich demonstrieren. Ja. Ich aktiviere diesen Gutterrunner, der eine Bewegung von 9 hat. Mhm. Zusätzlich zu der normalen Bewegung sollte man vielleicht noch erwähnen, darf ein Spieler sprinten, bis zu 2 Felder. Ein Sprintwurf ist erforderlich, sobald der Spieler ein Feld mehr sich bewegt als seine Grundbewegung. Ja. Das ist dann ein 2-Plus-Wurf, den man mit Fähigkeiten neu würfen kann oder ein Teamwiederholungswurf. Ja, mach erstmal deine Grundbewegung, dann schauen wir, ob wir auch so weit kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, man kann auch diagonal laufen, das ist kein Problem. So, ich bin jetzt in Tackle-Zone. In Tackle-Zone zu gehen bedeutet für mich nichts, aber raus. Was sind Tackle-Zone? Um jeden Spieler herum, alle angrenzenden Felder, diagonal wie horizontal und vertikal, sind sogenannte Tackle-Zonen, das heißt bedrohte Felder. Wenn man reingeht, kein Problem. Wenn man rausgehen möchte, muss man einen Ausweichwurf schaffen. Der kriegt plus 1 auf den Wurf für generell, ich versuche auszuweichen, genau. Wird ein bisschen leichter. Aber minus 1 für jede Tackle-Zone, in die man hinein ausweicht. Wenn du jetzt allerdings hierhin ausweicht, hier ist keine Tackle-Zone von mir, wäre das also einfach nur ein Geschicklichkeitswurf. Genau. Plus 1 für den Versuch. Das heißt, ich habe eine Gewandtheit von 4. Dort gibt es auch wieder auf dem wunderbaren Zettel eine grobe Übersicht. Das heißt, ich habe an sich einen Ausweichwurf von 3 plus. Genau. So, da ich aber in ein generell ausweiche, kriege ich plus 1. Das habe ich einen. Ich habe einen 2 plus Ausweichwurf. Ich muss trotzdem zählen. Feld 7. Ja. So, jetzt, ob ich ausweiche auf die 2 plus? Ja. Ja. 7. Das ist jetzt geschafft. 8, 9. Und ich drehe ihn um, weil ich ihn nicht weiter bewegen möchte. Genau. Wir machen das meistens, um festzuhalten, wer schon aktiviert war in einem Zug. Drehen wir die Spieler immer um 180 Grad um, damit man halt einfach weiß, wer war schon dran und wer noch nicht. Genau. Dann möchte ich diesen Lineman aktivieren. Der hat quasi ein Grundprofil mit dem einzigen Unterschied Bewegungswert 7 und nur eine Rüstung von 7. 1, 2, 3. Ich generiere jetzt eine Tackle-Zone hier in dem Bereich, sodass ich den drin habe. Damit ich jetzt Folgendes durchführen kann. Ich möchte gerne mit dem eine Blitzaktion durchführen. Was bedeutet Blitz? Ein Blitz ist nur einmal pro Runde erlaubt. Ein Blitz erlaubt es, eine Bewegungsaktion durchzuführen und dann einen Block. Genau. Normalerweise darf man entweder laufen oder angreifen. Und halt Angriffe sind auch nur gegen benachbarte Modelle. Einmal pro Runde kann man diesen Blitz machen, um halt zu laufen und anzugreifen. Und man kann sogar den Angriff unterwegs machen und danach weiterlaufen, wenn man noch genug Bewegungspunkte übrig hat. Genau. So, aber ich möchte gerne den blocken, also blitze ich mit dem. Der hat eine Bewegung von 7. 1, 2, 3. Das Feld, was man blocken möchte, kostet einen Bewegungspunkt. 4, Block. So, jetzt, wie blocken wir eigentlich? Im Grunde vergleichen wir die Stärke. Genau. Haben wir eine gleiche Stärke, haben wir einen Blockwürfel für mich. Es gibt da Spezialwürfel für das Angreifen und auf die Symbole kommen wir dann gleich an, wenn wir sie werfen haben. So, wie gesagt, mit Stärke 3, ich habe Stärke 3, er hat Stärke 3, habe ich einen Würfel, den ich aussuchen darf. Hätte ich weniger Stärke, werfe ich 2 Würfel, wo mein Gegner das Ergebnis aussuchen darf. Für jede befreundete Tackle-Zone, die nicht durch andere Spieler behindert wird, kriege ich eine zusätzliche Stärke dazu. Habe ich eine höhere Stärke als mein Gegenspieler, habe ich 2 Würfel. Genau, also der Skavenblitzer hier macht den Angriff, Stärke 3, Stärke 3. Der hier unterstützt, weil er mit am Ziel dran steht, aber an keinem weiteren Gegner dran steht. Genau. Dadurch kann er unterstützen, dadurch hast du effektiv Stärke 4, also mehr als ich, wirfst 2 Würfel. Und das ist im Grunde auch der große Trick beim Blocken, dass man guckt, hey, wer steht wo frei. Also man guckt durchaus, wer wo steht. Das Computerspiel erleichtert das. So, ich habe 2 Würfel und ich mache Doppel-Pow. Genau, das sind beides mal so, was sind das, Sterne quasi.
Was einfach sagt, der Verteidiger fällt. Der Verteidiger fällt aber nicht auf sein gleiches Feld, sondern auf eins der drei Felder gerade hinter ihm quasi. Also das direkt gegenüberliegende Feld vom Angreifer und die beiden benachbarten. Hier steht der Ogre, da kann er nicht hinfallen. Das heißt, dieses oder dieses Feld, da fällt er hin. Mhm. Da ich ihn schieben muss und keine andere Möglichkeit habe, boxe ich ihn einfach mal auf das Feld des Ogres. Also hinter dem Ogre? Hinter den Ogre. So, jetzt musst du entscheiden, ob du hinterherziehen möchtest oder nicht. Genau, ich würde gerne nicht hinterherziehen, weil ich durch meinen Blitz trotzdem noch Bewegung übrig habe. Und wenn ich hier stehe, riskiere ich einen Ausweichwurf. Mhm. Dann kommt jetzt der Rüstungswurf. Immer wenn ein Spieler zu Boden geht, wird für die Rüstung gewürfelt. 2W6 muss über den Rüstungswert kommen, der ist 7 bei der Ratte. Ja, wie bei nahezu allen von auch. Und das ist eine 10. Das ist erfolgreich. Und dann wird ein Verletzungswurf durchgeführt. Das sind wieder 2W6. Man guckt dann auf einer Tabelle nach, wirf mal. Und das ist eine 8. K.O. Bum. Zack, das wird auch zur Erinnerung hier in diesem Dark auch nochmal angezeigt. 2 bis 7 wäre einfach nur betäubt gewesen, das Gesicht nach unten. Am Ende meines nächsten Zuges hätte ich auf den Rücken gedreht, in dem Zug danach hätte er wieder aktivieren können. Jetzt ist er tatsächlich K.O., er ist vom Spielfeld runter und beim nächsten Aufstellen von Teams kann ich würfeln auf die 4 plus, kommt er wieder ins Spiel rein. Genau, so. Da das Ganze jetzt vorbei ist, darf ich mich immer noch bewegen. Ich habe ja geblitzt. Du hast 4 Punkte Bewegung schon gemacht. Ich habe eine Bewegung von 7. Gehe dann einfach hier rüber und beende dort meine Bewegung bei 5. So, du hast ja das Feld mitgezählt, auf den du drauf den Arm gegriffen hast. Wärst du hinterhergegangen, hätte das nicht als zusätzlicher Bewegungspunkt gezählt. Das ist quasi das Feld, das man angegriffen hat, dieser Bewegungspunkt schon. Da du nicht hinterhergegangen hast, ist quasi der Bewegungspunkt verloren und dein 5. Punkt ist hier. Genau. Ich bin fertig. Mhm. Wichtig ist, warum wir sie drehen, wir können Spieler nicht nochmal aktivieren. Deswegen ergibt es auch Sinn, manche Aktionen zuerst zu machen und andere erst später. Der Gossenläufer hat jetzt hier eine wunderbare Öffnung, bewegt sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, geht darüber. Ich versuche einfach mal durchzubrechen. Ich möchte den Blitzer noch bewegen. Der geht einfach 1, 2, 3 hier rüber. Einfach bedrohen. Dann aktiviere ich meinen Werfer. Der hat auch eine Bewegung von 7. 1, 2, 3. Ich möchte den Ball aufheben. Eine ähnliche Mechanik wie die vom Ausweichen. Erstmal kriege ich, weil ich es versuche, ein Plus 1 auf den Versuch. Wieder, ich gucke auf die Gewandtheit des Spielers. Dieser hat nur eine Gewandtheit von 3. Das heißt, ich benötige einen Wurf von 4 plus generell. Ich kriege plus 1 auf den Versuch zum Aufheben. Für jede gegnerische Tackle-Zone um den Ball würde ich nochmal minus 1 bekommen. Aber der Ball ja gerade so wunderbar in meiner Hälfte liegt, habe ich da weniger das Problem. Also 3 plus. 3 plus, aufheben, go! Ja. Jo, sehr schön. Dann, damit das auf der Kamera besser sichtbar ist, haben wir hier so eine große Base mit gelbem Rand. Der hat jetzt den Ball. So, den Ball packen wir dann rüber. So, das war eine Bewegung von 1, 2, 3 gewesen. So, kommt eine Karte? Weiß ich nicht. Ich warte kurz. Nee, mach ich. Nee, gut, dann 4, 5, 6, 7. Ich positioniere meine Ratte hier hinten und drehe ihn zumindest auf dem Feld um. Damit ist der durch. Und dann bewege ich noch die Lineman 1, 2, 3, 4 hier rüber. 1, 2, 3, 4 darüber und möchte natürlich meinen Werfer ein wenig beschützen. So, ich möchte in keinster Weise irgendwie die großen Jungs hauen, weil sie haben eine höhere Stärke als ich. Das heißt, ich werfe 2 Würfel, wovon mein Gegner den Wurf aussuchen darf. Ich könnte es riskieren, aber nee, das möchte ich nicht. So, dann ist mein erster Zug fertig. Ich drehe meine Spieler wieder um, damit ich weiß, im nächsten Zug kann ich sie wieder aktivieren. Die, die natürlich nicht aktiviert haben, müssen sich natürlich nicht mehr drehen. So. Und ich übergebe den Zug an meinen Gegner. Das heißt, mein erster Zug beginnt. Und ich habe hier 2 Leute, die ziemlich gut den Ball fangen können und ziemlich gut stehen, um dann nach dem gefangenen Ball einen Touchdown zu machen. Das möchte ich verhindern. Das heißt, fangen wird erschwert auch durch Tackle-Zonen. Das heißt, ich stelle jetzt erstmal ein paar Leute da dran. 1, 2, 3, 4 stellt sich dieser Mensch dorthin. 1, 2, 3, 4, der tut es ihm gleich. Mhm. So. Dann ärgere ich mich ein bisschen, dass mein Ork nur eine Bewegung von 5 hat. Yay! macht aber nichts. Mit der Bewegung geht er 1, 2, 3.
stellt sich auch an diese Ratte dran. Ich stelle die bewusst genau gegenüber voneinander um die Ratte herum. Er ist jetzt in zwei Tackle-Zonen und wenn er ausweichen möchte, muss er in mindestens eine Tackle-Zone hinein. Genau. Und dadurch mache ich es ihm so schwer wie möglich, da rauszukommen. So, jetzt möchte ich aber auch eigentlich ja irgendwie noch den Ball bedrohen, aber gleichzeitig auch irgendwie noch weiter den hier stören. Jetzt muss ich das überlegen, ob ich das mit meinem Elf mache oder ob ich das mit dem Gobelin mache. Und ich denke, ich werde jetzt hier meinen Goblin, der hat nur Stärke 2, deshalb muss ich damit ein bisschen aufpassen, aber er kann, hat trotzdem ganz normale Deckelzonen. 1, 2, 3 stellt sich hier hinter die Ratte. So, dann wollen wir ein bisschen was hauen, glaube ich. Und zwar möchte ich mit meinem Minotau diese Ratte hauen. Okay, kann ich nichts gegen machen, muss ich so hinnehmen. Ich muss erstmal gucken. Er ist wildes Tier, das heißt, ich muss einen 4-Plus-Wurf machen, ob er seine Aktion durchführen darf. Da diese Aktion aber einen Block oder Blitz beinhaltet, kriege ich plus 2 auf diesen Wurf, also ist es ein 2-Plus-Wurf. Gelingt mir, der darf den Angriff durchführen. Stärke 5 gegen 3, ich habe jetzt entsprechend mehr Stärke, 2 Würfel. So, das heißt, beide fallen, wir würden beide zu Boden gehen und wenn ein Spieler in meinem eigenen Zug von meinen Spielern zu Boden geht, habe ich einen Turnover. Mein Zug ist sofort vorbei. Also ist das schon mal doof. Aber hier heißt ja Verteidiger fällt. Jo. Den lassen wir mal dahin fallen. Und ich muss hinterhergehen, denn der Minotau ist rasend. Der kann sich nicht entscheiden, stehen zu bleiben. Einfach. Rüstungswurf. So, Rüstung 7 hast du, ne? Jo. Das ist ein Doppel-1, das ist sowas von gar nicht durch die Rüstung. Nein. So, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht mit dem Troll. Mhm. Der Troll ist sau blöd. Genau. Und das finde ich jetzt sau doof. Ich weiß. Aber wir haben ja noch Spieler übrig, um diesen Fehler zu korrigieren. Kann man so sagen, ja. Dazu muss ich nur den noch ein bisschen ignorieren. Das gefällt mir auch nicht so sehr, aber ein bisschen Schwund ist immer, glaube ich. Ich werde diesen Typen 1, 2, 3, 4 laufen lassen. Mhm. So, dann möchte ich mit diesem Troll den vor sich stehende Ratte angreifen. Der Troll ist halt saublöd. Auch das ist wieder ein 4-Plus-Wurf zu Beginn seiner Aktivierung, ob er sie durchführen kann. Egal, was er machen will, ist es immer 4-Plus. Er kriegt aber plus 2 auf den Wurf, wenn ein nicht saublödes Modell meines Teams neben ihm steht. Ja. In dem Fall dieser Mensch. Genau, der zeigt dann einfach mal, hau den und bleib nicht so doof. Genau, also ist jetzt wieder ein 2-Plus-Wurf, der gelingt mir. Jo. Also darf ich den Angriff durchführen, wieder Stärke 5 gegen Stärke 3. Jo. Zwei Würfel, schieben und Angreifer fällt. Hier falle nur ich, das ist das schlimmste Ergebnis, was man kriegen kann. Genau. Nehme ich nicht, ich möchte dich schieben, ich schiebe dich dort hier hinüber und der Troll möchte hinterhergehen. Läuft. So, dann bringen wir mal einen um. Der Ogre möchte diese Ratte hauen. Der Ogre ist ein Dummkopf. Das ist die dritte seiner Regel, groß haben können. Dummkopf ist einfach nur ein 2-Plus-Wurf. Ohne irgendwelche Zusatzbedingungen oder Regeln. Einfach, wenn er dran ist, 2-Plus. Also, er möchte ihn vor sich hauen. 2-Plus-Wurf. Hey. Gelingt ihm, darf er. Auch der hat wieder Stärke 5 gegen Stärke 3. Zwei Würfel. Das mit dem Ausrufezeichen drin, der Stern, ist Verteidiger stolpert. Das heißt, der Verteidiger fällt, außer er hat die Fähigkeit ausweichen. Genau. Das ist ein Lineman, der hat das leider Ausweichen. Nicht. Das heißt, den schwupp ich dort schräg rüber, gehe auch mit dem Ogre hinterher und mache wieder einen Rüstungswurf. Mhm. Das ist eine 9. Das ist erfolgreich. Ja. So, dann kommt ein Verletzungswurf. Das ist eine 7, aber ich habe die Sonderregel Knochenbrecher bei allen drei Großen. Genau. Das heißt, ich kann nach dem Werfen der Würfel entweder beim Rüstungs- oder beim Verletzungswurf plus 1 hinzufügen. Jo. Ich habe es gerade nicht gebraucht, also mache ich es jetzt. Das heißt, die 7 wird zur 8 und das macht auch diesen Spieler K.O. Lieber K.O. als tot. Das heißt, er kommt potenziell wieder zurück aufs Feld. Einen anderen umbringen. Ja, das stimmt schon. So, jetzt habe ich noch diesen 11 und diesen anderen, ich nenne sie bei mir immer liebevoll Idioten. Liebevoll Idioten. Schwierig, es ist sehr schwierig. Ich könnte jetzt überlegen, mit diesem Elf diese Ratte mit einem Würfel zu blitzen. Mhm. Und ich werde es einfach mal probieren. Okay. Also ich sage mit dem Elfen Blitz an. 1, 2, 3, 4,
5? Mhm. So, jetzt haben wir nämlich den Fall. Ich habe Stärke 3, du hast Stärke 3. Genau. Der würde gegen mich unterstützen, ja. Aber weil hier ein Spieler von mir an ihm dran steht, ist er quasi gebunden, wie wir es immer nennen. Und damit kann er nicht unterstützen. So sieht's aus. Und folglich bleibt das bei Stärke 3 gegen Stärke 3. Ich werfe einen Würfel. Mhm. Verteidiger fällt. Sehr schön. Glück gehabt. Ich lasse ihn dorthin fallen natürlich, neben den Ogre, immer neben meine großen Jungs, damit die entweder ausweichen oder verprügelt werden. Der Elf möchte nicht hinterhergehen. Genau. Und ein Rüstungswurf. 9, geschafft. Ist damit durch. Nur Rüstung von 7, die Arme. Verletzungswurf. 6, das ist betäubt. So, da, wie gesagt, wird der auf den Bauch gelegt. Genau, das heißt, der setzt einen Zug quasi aus. Genau. Bevor er wieder handeln kann. Ah, wichtig, einen meiner Züge. Genau. Nicht sein, weil sonst wird er sich direkt auf den Rücken drehen, ich könnte ihn aufstehen, sondern immer des jeweiligen kontrollierenden Spielers. So, und jetzt, der Grund, warum ich das gemacht habe, steht er hier dran, kann ihn unterstützen. Das heißt, dieser Mensch kann einen Zweiwürfelangriff gegen diese Ratte durchführen. So sieht er aus. Kabuski, Verteidiger fällt. Ja, sehr schön. Ich lasse den Verteidiger dorthin fallen, gehe hinterher und mache einen Rüstungswurf für den. Der hat diesmal eine Rüstung von 8. Blitzer sind ein bisschen besser gepanzert bei Skaven. Ja, ich würfe eine 10. Das ist dem also auch egal. Und ein Verletzungswurf von 4, also auch betäubt. Hoppala. Ebenfalls auf dem Bauch. Genau. So, damit habe ich alle meine Spieler aktiviert. Sie gucken alle zu mir, das heißt, ich muss da nicht viel umdrehen. Mhm. Bevor du anfängst, möchte ich aber eine Karte spielen. Ja. Dann werfe es auf einem Ego-Trip. Das heißt, er muss zuerst... Das heißt, genau. Ich spiele diese Karte zu Beginn eines beliebigen Spielzugs deines Gegners, bevor einer seiner Spieler eine Aktion durchführt. Weil, hier ist auch so ein Flufftext, einem Spieler des gegnerischen Teams sind die jüngsten Erfolge zu Kopf gestiegen und er verlangt, wie ein Superstar behandelt zu werden. Was ein Idiot. Das heißt, ich wähle seinen Werfer und für den Rest dieser Partie, also des kompletten Spiels, musst du in deinem Zug den Werfer zuerst aktivieren oder in diesem Zug gar nicht aktivieren. Mhm. Was jetzt in der Situation halt ganz cool ist, weil eigentlich will er mit dem ja den Wurf machen, ja. Aber die beiden Fänger sind so in der Bedrängnis, dass der Wurf jetzt nicht sehr gut ist. Hm. Ja. Das ist unangenehm. Das heißt, ich muss den Werfer... zweiter Zug beginnt erstmal. Ja. Vorzugsweise, also früher gab es da eine Regel zu, die haben sie zum Glück rausgenommen, weil sie Unfug war. Am Anfang des Zuges einfach den Zugmarker bewegen, damit man immer weiß, wie viel es ist. Denn pro Halbzeit gibt es für jeden Spieler 8 Züge. Und danach kommt halt eine neue Halbzeit, wo dann neu aufgestellt wird. Ja. Wie gesagt, vorher gab es auch die Regel, oh, du hast den Zug nicht weitergedreht, Turnover. Das ist hardcore, das geht. Aber wenn man mit Leuten spielt, die das noch nicht lange spielen und ähnliches, tut das dann doch ein bisschen dem Spielspaß weh. Also machen wir den Mist nicht. Ja. So, da der auf dem Ego-Trip ist, also nehme ich mir mal die Karte. Das ist eine der schönsten Karten in so einem Spiel, finde ich. Ja, die ist sehr unangenehm. Das ist eine der stärkeren Karten vor allem. Das war eine, ja. Zufallsereignisse ist der Stapel mit sehr starken Effekten. 4, 5, 6, 7. Yeah. Ich könnte es versuchen. Und dann könnte ich auch einen Pass versuchen. Ich könnte es aber auch lassen. Der Punkt ist, es wird ja an sich jetzt nicht besser für dich. Weil er jede Runde zuerst aktivieren muss. Oder halt gar nicht. Oder halt gar nicht. Und deswegen, ich aktiviere ihn zuerst. Ich nehme kurz den Ball weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er nimmt den Ball natürlich mit. Der kann ihn hier nicht freiwillig fallen lassen, außer einige Sonderfähigkeiten erlauben es. Wäre spontan keine bekannt. Ja, hau weg, das Leger. Ja, gut, das ist nicht fallen lassen. Ist kein fallen lassen in dem Sinn. So weit wegpöllen wie möglich. Aber ich riskiere es einfach mal, weil ich ja auf dem Ego-Trip bin und ich eigentlich die Ratte nicht unbedingt am Rand stehen lassen möchte, wobei ich freundliche Fans habe, ganz nett. Ja, aber er ist ja ein Superstar. Aber also er ist einen Pass durchführen. Spontaner Superstar geworden, der... Dafür gibt es diese zweiteilige Passschablone, die man zusammenklickt. Hier unten ist so ein Kreis, da... Den zentriert man über den werfenden Spieler und schaut dann, bis wo es geht. Du möchtest auf ihn hier werfen? Mhm. Bin noch überlegen, ob ich vielleicht noch ein Feld sprinte vorher. Mhm. Man kann das hier jederzeit nachprüfen, wie weit es ist. Genau, insofern. Das ist ganz nett. Und das ist hier in 4 Bereiche unterteilt. Das ist kurzes Abspiel, kurzer Pass, langer Pass und das ist die Longbomb. Genau, das ist dann der super lange Pass. Der Punkt ist, man macht halt beim Passen einen Geschicklichkeitswurf. Geschicklichkeit 3 wäre entsprechend 4 plus. Genau. In diesem ersten Segment gibt es plus 1 auf den Wurf, plus 0,
minus 1 und sogar minus 2 hier hinten. Ja. Insofern versucht man immer ein kurzes Abspiel zu machen, weil der Wurf dadurch leichter wird. Denn ein verpatzter Wurf ist in den meisten Fällen Turnover. Also sei es, man selber fällt zu Boden oder man verliert den Ball, Zug vorbei. Genau, dann ist der Zug vorbei. Deswegen riskiere ich jetzt einen zusätzlichen Bewegungspunkt und sprinte. Für auf die 2 plus. Die 2 plus. Sprinten ist immer 2 plus. Da ist die 1. Das wollte ich natürlich nicht. Das heißt, Teamwiederholungswurf. Ich muss einen Teamwiederholungswurf ausgeben, sonst ist direkt Turnover. Mhm. Und 6 hier. Das schafft er. So, jetzt habe ich natürlich einen einfacheren Pass. Genau, jetzt ist das definitiv im kleinen Bereich. Das heißt, es wäre ein Pass von Geschichte 3 auf die 4. Um eins erleichtert auf die 3. Genau. Ich habe keine Ticketzone um mich, das heißt, mein Pass wird auch nicht erschwert. Das heißt, ich riskiere einen 3 plus Pass. Mhm. Der kommt an. So. Jetzt musst du fangen. Upsa. Ich lasse den Ball trotzdem mal quasi daneben stehen. Genau, so, ich habe eine Gewandtheit von 4. Das heißt, ich würde auf die 3 fangen. Mhm. Es kommt ein akkurater Pass an. Das heißt, ich kriege plus 1. Genau. Jetzt aber habe ich 2 Tackle-Zonen um mich. Mhm. Das heißt, ich kriege minus 2 und habe entsprechend einen Fangwurf von 4 plus ohne jegliche Wiederholung, weil ich ihn leider fürs Sprinten ausgeben musste. Genau, weil die keinen Fang sonderlich haben. Genau. Er hätte zum Beispiel Wurf sicher gehabt. Das heißt, er hätte seinen Wurf wiederholen können von sich aus, ohne einen Teamwiederholungswurf zu machen. Die Rossenläufer haben aber nicht die Regel gefangen, also ein 4-Plus-Wurf. Ein 4-Plus-Wurf! Nein. Das gelingt ihm nicht. Das heißt, der Ball prallt jetzt von ihm ab. Und zwar nehmen wir wieder diese Abweichungsschablone mit einem W8. Der prallt halt ein Feld weit ab. Genau. Wichtig ist da noch zu sagen, ein fehlgeschlagener Pass, je nachdem wie sehr er fehlgeschlagen ist, kann auch passieren, dass der Werfer um ihn herum den Ball fallen lässt. Wenn der Werfer vor oder nach Modifikation eine 1 hat, dann lässt er den Ball quasi fallen und wirft ihn gar nicht erst, dann landet er bei ihm. Er hat ja aber einen präzisen Pass gemacht, dann landet er hier. Wäre es ein nicht akkurater Pass, also keine 1, aber auch nicht erfolgreich, dann wäre er von hier 3 Fälle abgewichen, bevor man ihn potenziell fangen könnte. Entsprechend. Jetzt hat er ihn aber verpatzt, das heißt, er lässt ihn fallen. In die 6. Die 6 geht hier hinüber. Dann legen wir dort den Ball hin. Und das war auch schon direkt ein Turnover, weil ich den Ball in diesem Zug verloren habe. Jetzt drehst du am Ende deines Zuges alle auf den Rücken, die auf dem Bauch liegen. Also alle deine betäubten Spieler sind jetzt nur noch angeschlagen. Und mein zweiter Zug beginnt. So, das ist natürlich das, was ich erhofft hatte aus der Situation, denn die Gossenläufer sind nun mal einfach sehr glitschig und eklig und so muss ich versuchen, die irgendwie unter Kontrolle zu halten. So, apropos Kontrolle. Jetzt möchten wir ja auch noch ein bisschen was parügeln und gleichzeitig weiter Ballkontrolle haben. Dann nutzen wir es doch einfach mal, dass ein Gossenläufer nur Stärke 2 hat und hauen ihn. Und zwar möchte ich den Gossenläufer mit diesem Mensch hier hauen. Okay, hau zu. Stärke 3 gegen 2 sind 2 Würfel, plus 1 Stärke 4 reicht noch nicht für einen dritten Würfel. Hat man mehr als doppelt so viel Stärke, würde man einen dritten Würfel dazu kriegen. Ja, das heißt, da sind Gossenläufer sehr anfällig für. So, schieben und beide fallen. Ich möchte dich schieben und zwar weg vom Ball, damit keine Tacklezone im Ball ist und ich diesen Ball vorzugsweise leichter aufheben kann. So, einmal kurz die Lage checken. Okay. Ich denke, vielen von euch fällt schon auf, was halt der Unterschied hier vom Blood Bowl zu Guild Bowl ist. Abgesehen davon, dass es sich um ein Spielbrett handelt, und man auch guckt, wie weit sich die Felder halt auswirken auf allen drum und dran. So, ich muss kurz unterbrechen. Der Elf möchte den Ball aufheben. Er ist jetzt 1, 2, 3, 4 Felder gelaufen. Genau. Der Elf hat Geschwindigkeit 4, ist 3 plus. Ball aufheben um 1 leichter ist ein 2 plus Wurf. Das gelingt ihm so gerade eben, aber das reicht mir. Er hat den Ball. Und hat noch 2 Bewegungspunkte. Ball aufheben beendet die Bewegung nicht, er kann noch weiter laufen. Aber entsprechend die taktische Tiefe ist hier auch deutlich gegeben, nur dass man kein freies Feld hat, sondern sich halt auf entsprechenden Feldern orientieren muss und da entsprechend auch guckt, wie man weiter nach vorne kommt. Und natürlich das Setting ist ein ganz eigenes. Ne? Statt Fußball spielen wir hier Football oder eine Fantasy-Variante davon. So, da steht er. Jetzt ist die Überlegung, ob ich selber einen Pass versuchen möchte, um diesen Ball schnell nach vorne zu bringen, aber das wäre hier noch sehr riskant. Oder ob ich jetzt erstmal versuchen möchte, meine Position zu festigen.
Denk dran, wenn der Elf jetzt nichts mehr macht, macht er für den Rest des Zuges nicht. Das ist mir bewusst, weshalb ich jetzt Vorkehrungen treffen werde, diesen Elf zu beschützen. Und die sehen wie folgt aus. Ich werde... mit diesem Spieler... 1, 2, 3... dahin laufen. So, 4. Neben ihm. Dann werde ich mit meinem Minotauren diese Ratte angreifen wollen. Ist wieder dieser 2 plus wilde Tier-Check. Yep. Gelingt mir. Stärke 5 plus 1, 6 reicht nicht für mehr als doppelt so viel, denn du hast Stärke 3. Gott sei Dank. Schieben. Ich schiebe dich dorthin. Ich muss hinterher. Und jetzt kommt noch der zweite Effekt von Rasen. Wenn man beim ersten Angriff nur schiebt, macht man sofort einen weiteren Angriff. Genau. Genau, schieben, Angriff verfällt, ich werde weiterschieben, ich schiebe dich dorthin und damit ist der Minotaur dort fertig. Dann möchte ich meinen Troll bewegen. Hier steht noch ein Kollege dran, also ist es ein 2-Plus-Wurf. Der gelingt nicht, dieser Troll ist strunzdoof. Ich lege meine 1 zur Erinnerung hier hin. Strunzdoof heißt, er hat jetzt keine Tackle-Zone, bis ich ihn wieder aktiviere. Ja, der ist jetzt gerade damit beschäftigt, sich Blümchen zu pflücken oder Fliegen hinterher zu schauen. Oder am Kopf zu kratzen oder am Hintern. Auf jeden Fall nimmt er jetzt nicht mehr aktiv am Spiel teil. Das ist ein bisschen schade. Ich wollte den gerne bei mir hinten haben. Macht aber nicht so viel. Ich werde dann einfach diesen Spieler nehmen. 1, 2, dorthin bewegen. Ich versuche jetzt halt möglichst viel Bereich um meinen Elf herum abzudecken, damit da entsprechend der nicht einfach angegriffen werden kann. Dann werde ich meinen Ork nehmen und diesen Gossenläufer hauen. Zwei Würfelangriff, beide fallen oder schieben. Ich werde den Gossenläufer dorthin schieben. Ich werde mit meinem Ork aber nicht hinterhergehen. Dann habe ich noch ein paar Möglichkeiten. Ich werde mit dem Goblin diesen Gossenläufer angreifen. Yep. Stärke 2 gegen 2, aber ich habe Unterstützer. Heißt, also ich habe Stärke 3 gegen 2. Mehr Stärke. Hier ist beide Fallen oder Verteidiger stolpert. Ich wähle stolpern, du hast aber Ausweichen. Yep, das haben die Gott sei Dank. Wird das zu schieben, das heißt, ich wähle eins der drei Felder hinter dir. Ich wähle dieses Feld, gehe hinterher. So, dann habe ich noch ihn und meinen Ogre. Genau. Und ich habe auch noch meinen Blitz diese Runde zur Verfügung. Genau. Und jetzt ist die große Überlegung, möchte ich mit meinem Ogre blitzen? Aus der Mangelung der Alternativen sieht das sehr gut aus. Außer dein Mensch da hinten möchte sich frei blocken mit zwei Würfeln und dem Elf zur Verstärkung eilen. So, ich weiß ja, dass dein Werfer einen Ego-Trip hat. Das stimmt. Dass der auf jeden Fall zuerst aktivieren muss. Das wiederum bedeutet, wenn ich da hingehe, 1, 2, 3, 4, okay, das sieht nicht so toll aus. Ja, da könnte ich immer hinkommen, das wäre okay. Ja, ich versuche einfach mal mit dem Ogre zu blitzen. Okay. Der Blitz wird trotzdem vor der Aktion des dummen Spielers angesagt. Das heißt, wenn er jetzt dumm ist, ist mein Blitz weg und der Ogre macht nichts. Genau. Er ist aber nicht dumm. Er ist nicht dumm. Dann noch der 1, 2... Verteidiger fällt. Jupp. Dorthin. Jupp. Möchtest du folgen? Nein. Gut, jetzt kommt der Rüstungswurf. Jetzt kommt der Rüstungswurf. Das ist eine 9 durch. Ist definitiv durch. Verletzungswurf. Eine 11. Der ist verletzt. Normalerweise in der Liga wird man jetzt weiterwürfen, was ihm passiert. Er könnte sterben, er könnte nächstes Spiel verpassen oder nichts Langfristiges. Hier brechen wir es an der Stelle ab. Das reicht. Er ist für dieses Spiel raus. Dieses Spiel kommt der Spieler nicht wieder. Jupp. Zwei Bewegungspunkte hat er benutzt. Jetzt hat der Ogre nämlich einen Bewegungswert von 5, noch 3 Stück. 1, 2, 3 geht er dorthin und dreht sich so. Mhm. So, und zu guter Letzt greife ich noch mit ihm diesen Gossenläufer an. Mhm. Vielleicht schaffe ich es ja, den umzuschubsen. Wer weiß. Auch halt Verteidigerfeld. Das ist Schieben und Angreiferfeld. Ich werde dich auch nach außen schieben und dieser Spieler wird hinterhergehen. Und damit ist mein Zug fertig. Gut. Mein dritter Zug.
Also ich denke, der Ablauf wird so langsam klar. Ich habe einen Ego-Trip-Spieler mittlerweile. Das heißt, der muss sich bewegen. Oder nichts machen. Nichts machen ist doof. Er bewegt sich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich ziehe ihn in die Verteidigung zurück. Mal gucken, ob das was bringt. Jetzt habe ich da natürlich noch so einen doofen Elf, der den Ball hat. Da ich das vorhin nicht machen konnte, nutze ich jetzt den Moment und stehe für 3 Bewegungspunkte auf. Mhm. Das ist halt die generelle Regel, aufzustehen. Genau, dann aufstehen kostet 3 Bewegungspunkte. Wenn ein Spieler nicht genug Bewegungspunkte hat, im Falle der Bäume zum Beispiel nur Bewegung 2 haben, muss er einen 4-Plus-Wurf schaffen, um aufzustehen. Ja, das ist für einen Baum zumindest sehr unangenehm. Aber das ist für die Ratte hier egal. Sie möchte sich auch nicht weiter bewegen, weil sonst riskiere ich wieder Ausweichwürfe und ein potenzielles Turnover, genau, und was sonst noch dazu kommt. Das ist auch so die generelle Taktik bei Blood Bowl. Erstmal Sachen machen, die man nicht würfeln muss. Und dann die sicheren oder die wichtigsten Sachen, je nach Situation. Denn, wie gesagt, jeder Würfelwurf kann einen halt den Zug beenden. Und deshalb muss man versuchen, mit Risiko Minimierung zu spielen. Während man bei Guild Ball halt nicht so diese Extremwerte hat mit einem 1-Plus-Wurf und mein Zug ist vorbei, aber ein 1-Wurf so rum, hat man da ein bisschen mehr Strategie und kann ein bisschen mehr kalkulieren, weil die mehr Würfel geworfen werden, mehr im Schnitt dann auch tendenziell ist. Und hier ist es halt sehr zufällig, da muss man auch mit zurechtkommen, man kann ein Spiel hier komplett verwürfeln. Aber man muss das Ganze halt einfach humorvoll nehmen und sich überlegen, wie die Spieler auf dem Feld dann das Ganze wohl irgendwie umsetzen, was man halt verwürfelt hat. Und dem Ganzen einfach eine schöne Geschichte verpassen. Ja, der Punkt ist, Blood Bowl ist nicht nur ein Spiel der Extreme, nein, auch die Story dahinter ist sehr extrem. Und das darf man gerne auch noch weiter ausbauen, wenn man möchte. Steht für 3 auf und geht an den Ogre ran. Mhm. Ich möchte nicht, dass der da noch weiter rumläuft und vielleicht nochmal blitzt, das ist sehr unangenehm. So, jetzt habe ich natürlich noch ein paar Leute in der Verteidigung und einen doofen Elfen, der noch immer den Ball hat. Ich stehe mit dem Blitzer für 1, 2, 3 auf. 4, 5, 6, 7. Mhm. Die typische Rattenbewegung. Na, auch der kommt in die Verteidigung. Jetzt muss ich überlegen. Hier sind die ganzen Tackle-Zone, bla bla. Das heißt, ich kann da nicht einfach so rumgehen. Was ich versuchen kann, ist dahin, schwierig. Ich versuche erstmal das. 2 plus ausweichen. Mhm. Weil 3 Geschichte plus 4, wird immer leichter. Schafft er 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Gutterrunner sind halt verdammt fix. Ich markiere den. So. Und dann gehe ich 1, 2, 3, da in Kontakt mit dem komischen Typen dort. Der sagt einen Blitz an. 1, wieder 2 plus ausweichen. Schafft er. Dann wahrscheinlich 2, 3, 4, 5. Wohin geht's weiter? Oh, kann ich 6, 7, 8, 9, das ist aber doch mal Zahlen. Dann gehe ich hier hin und werde ein 2, oder nee, ich gehe dahin. Stattdessen, also einmal hier so rum und werde den blocken, versuchen zu blocken. So, du hast Stärke 2 plus Stärke. Ein 3, ich habe Stärke 3 plus ein 4. Das heißt, du wirfst 2 Würfel, ich suche aus, was davon genommen wird. So sieht's aus. Und da hoffe ich natürlich jetzt auf einen guten Wurf. Das ist ein sehr guter Wurf. Ja. Und das muss er auch so hinnehmen. Ja, diesen Ball gleich, ich habe da keine Auswahl. Mein Spieler fällt. So, dann wähle ich dieses leere Feld hier. Okay. Und Folge. Ich war bei Bewegung 8 dann jetzt gerade, meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. 8, weil Block. Einen hast du noch. So. Einen hätte ich noch, aber da ich den umhaue und gefolgt bin, muss ich erstmal schauen, ob dem was passiert. Mit einer 9 ist durch die Rüstung. Und mit einer 7 ist er nicht K.O., sondern gestunt. Betreut. So, dann scattert der Ball noch. So, dafür gibt es dann wieder den wunderbaren W8 in die 3. Auf die Ratte. Die kann den versuchen zu fangen. Das ist jetzt dann ein Geschicklichkeitswurf.
Kriegst aber kein Plus, weil es halt ein abspringender Ball ist. Genau. Und minus 2 für die beiden Tackle-Zonen. Das heißt, das ist ein geschickter 4-3 plus 5-Plus-Wurf. 5-Plus fangen. Nicht. Ah. Ist aber kein Turnover, wenn man einen abspringenden Ball nicht fängt, weil man hat ja den Ball vorher nicht gehabt. Du musst nochmal für die Richtung würfeln, wo er hinfällt. Ich dürfte entscheiden, den Wurf nochmal zu wiederholen. Weil das dürftest du natürlich. Aber das möchte ich nicht. Mal gucken, wo er landet. Wieder in die 3. Diesmal auf den Lineman. Der darf jetzt versuchen zu fangen. Auch immer für noch. Den ist das ein 5-Plus-Wurf. Denn er hat Geschicklichkeit 3 nur. Also 4-Plus, eine Tackle-Zone, 5-Plus. Der hat Bock. Ja, er hat Bock. Alles klar. Das ist die 6. So, mein Blitz ist damit raus. Das ist gut für mich. Ich habe die Ballkontrolle behalten. Der Ball liegt nur nicht mal bei einem guten Dunkelelfen, sondern bei einem Menschen, mit dem ich vielleicht besser arbeiten kann. Aber das wird sich noch im Laufe des Spiels zeigen. Ich habe noch eine Ratte, die sich hier bewegt und der bleibt stehen und beende damit meinen Zug. Drehe alle wieder so, dass sie nach vorne gucken. Das ist so meine Art, meine Züge zu beenden, immer nach vorne drehen, damit ich weiß, welche ich im nächsten Zug aktivieren kann. Simon dreht je nach Zug immer in eine Richtung. Jeder hat da auch so seinen eigenen Stil. Ich bin halt faul. Das war's. Simon, dein dritter Zug. Mein dritter Zug. Ja. Der Ball ist donnert. Jetzt kann man ja ein paar Dinge probieren. Und mit Dinge meine ich schlimme Dinge. Leute töten und Stuff. Okay. Wichtig ist, Spieler, die der Blödheit oder Dummheit anheimgefallen sind, außer die Wildtiere, verlieren ja ihre Tackle-Zone. Mhm. Und sie bekommen sie erst wieder, wenn sie einen darauffolgenden Blödheits-Saublöd-Test geschafft haben. Also solange er ihn nicht aktiviert, bleibt er blöd und hat keine Tackle-Zone. Richtig. Da muss ich mich gleich drum kümmern. Jetzt muss ich mich erstmal drum kümmern, wie ich diesen Ball von diesen Gossenläufern wegkriege, die sehr hartnäckig sind. Und das ist, finde ich, so für mich persönlich der Reiz von dem Spiel. Jeder Zug ist auf neue ein Rätsel, das es zu entwirren gilt. Mhm. So. Autsch. Okay. Also, ich könnte mit diesem Typen zum Beispiel die Ratte angreifen. Jo. Hätte Stärke 3, 4 gegen 2, 3. Also 2 Würfel. Kann die dann aber nur hier oder hier hinschieben. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit zu schieben ist sehr hoch, da du Ausweichen hast. Mhm. Dann wärst du immer noch in meiner Tackle-Zone. Genau. Also andersrum, ich wäre immer noch in deiner Tackle-Zone. Und dann müsste ich ausweichen. Ich möchte nicht ausweichen, ich mag nicht ausweichen. Das heißt, ich könnte jetzt genauso gut mit dem Blitz anfangen, mit ihm hier rüngehen, die Ratte hauen und entsprechend die Ratte dann darüber schieben und dann mit ihm da neben den Ogre schieben, um sie wegzukriegen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Das gleiche könnte ich sogar mit dem Goblin hinkriegen, was vielleicht sogar besser ist, weil ich dann lieber mit Stärke 3 irgendwie da vorne Leute binde. Dann habe ich noch den frei und den Ork frei. Dann nehme ich erstmal diesen Spieler. 1, 2, 3, der geht hier hin. Mhm. Erstmal mehr Ratten binden. Dann nehme ich diesen Spieler, 1, 2, 3, 4, 5, geht dorthin. Jo. Dann nehme ich den Ork, 1, 2, 3, 4, damit er schon mal benachbart zum Troll steht und der Troll dann gleich vielleicht handeln kann. So, da ich den Blitz hier benutze, werde ich also mit dem Troll keinen Blitz machen. Aber der Troll möchte jetzt noch nicht laufen. Da muss ich ein kleines Risiko eingehen. Der Troll möchte nämlich gleich wohin laufen, wo er jetzt noch nicht hinkommt. Das heißt, ich werde jetzt den Blitz machen. Mhm. Der Goblin blitzt. Wenn ich mich verrechnet habe, 2, 2, ich habe 3, ja. 1, 2, 3, 4. Ich habe Stärke 2 plus unterstützen Stärke 3 gegen Stärke 2. Ja. Schieben. Möchtest du folgen? So, Bewegung 4 war das. Ich hätte also noch 2 Bewegungspunkte. Ja. Yep. Da möchte ich nicht folgen. Mhm. Nein, ich möchte nicht folgen. Ich möchte dann die beiden Bewegungspunkte von hier aus nutzen, 1, 2 so herumzugehen. Okay. Dann mache ich diesen Angriff. Yep. Gegen ihn. Yep. Stärke 3, 4, 5 gegen 2. Der unterstützt mich wegen dem Ork. Das heißt, ich habe 3 Würfel. Yep. Verteidiger fällt. Jo, das ist das einzige Ergebnis, mit dem du hinfällst und ich keinen Turnover habe. Dort neben den Ogre. Ich bleibe stehen. Mhm.
Rüstungswurf. Durch. Definitiv. Verletzungswurf. 6 betäubt. Da ist das Schöne. Der Umhang auf der anderen Seite. Ja, so. Dadurch ist der Ball schon mal etwas freier. Entlastet. Jetzt könnte der Ball dazwischen durchgehen. Bis hier zum Beispiel. Hätte das Risiko aber, dass, ja, also ich möchte halt eigentlich den noch mit dem Minotaur weg haben. Ich glaube, dass ich das jetzt auch zuerst machen muss. Auch wenn der jetzt schief geht, ich einen offenen Ball habe. Aber ich muss das Risiko eingehen. Also der Minotaur möchte diese Ratte hauen. Jupp. Wildes Tier, nicht wild, darf angreifen. Stärke 5 gegen 3 plus 1, 4, bleibt bei 2 Würfeln. So sieht's aus. Und das genau das ist genau das, was man nicht, was haben, nicht haben wollte. So, ich möchte das verhindern. Aha. Oder ich war in, genau, in meinem Zug 3, du warst vielleicht. Ich gebe mein Team Reroll aus. So, jetzt kommt der. Aber noch ein Zusatz für die großen Jungs. Die großen sind Einzelgänger. Lange. Das heißt, wenn ich für einen der drei großen einen Team-Wiederholungswurf benutze, ist der auf jeden Fall ausgegeben. Aber nur auf einen Wurf von 4 plus bei 1W6 darf ich den auch anwenden. Jupp. Also, Spannung pur. Du darfst ihn anwenden. Ich darf neu werfen. Okay. Und habe hier ein Schieben. Mhm. Das ist nicht viel besser. Aber immerhin schiebe ich dich dorthin. Jupp. Gehe hinterher. Und jetzt, weil rasend, noch ein Angriff. Ich habe ein bisschen Angst. Verteidiger stolpert. Er stolpert. Dahin. Irgendwo hin. Überall hin. Dort tatsächlich. Jo. Du musst hinterher folgen. So, jetzt kommt der Rüstungswurf wieder. 10 durch die Rüstung. Also ja, das ist sehr solide. Das ist ein sehr solide. Und das ist eine 9 plus 1 durch Knochenbrecher. Ist auch 10. Der ist verletzt. Ja, das sieht nicht gut aus, wenn es so weitergeht. In dem Ligaspiel gibt es auch für jede Verletzung, die man beim Gegner macht, für den Spieler, der sie gemacht hat, 2 Erfahrungspunkte. Ja. So, das. Und meine Nummer wird immer kleiner und im Laufe des Spiels wird es auch immer schwerer zurückzukommen, wenn die Verletzten sich. Jetzt möchte sammeln. Ich den Troll bewegen. Mhm. Er macht einen Saublöd-Test auf die 2 plus, weil der Ork daneben steht. Gelingt ihm. Er darf sich bewegen. Er ist nicht mehr saublöd. Und er möchte, weil er hat nur Bewegung 4, auch gar nicht so weit. Er möchte 1, 2 dorthin. Mhm. Und jetzt aktiviere ich diesen Spieler und der geht 1, 2, 3. Komme ich ohne Tackle-Zone durch. Und dann 4. Und wenn ich es richtig sehe, steht er da gar nicht so schlecht. Ich drehe ihn um. Mhm. Und dann habe ich noch ihn. Mhm. Und den Ogre. Jupp. So, ich fange an. Ich habe keinen Reroll mehr, da muss ich dran denken. Deshalb sollte ich jetzt keine zu riskanten Sachen machen. Deshalb muss ich gut überlegen, wenn ich ihn aktiviere und ich jetzt hinfalle, was mir das für Probleme macht. Und ich sehe, das macht mir sehr viele Probleme. Also möchte ich ihn tatsächlich nicht aktivieren. Denn du hast Blocken, bei beide Fallen würdest du nicht fallen. Genau. Und dann hättest du ihn frei, um einen Menschen umzuhauen. Das gefällt mir nicht. Also möchte der nicht aktivieren. Und das gleiche Dilemma habe ich gerade bei meinem Ogre. Wenn ich den Ogre jetzt aktiviere und er dumm ist, verliert er seine Tackle-Zone. Und das wiederum bedeutet, du hast die Möglichkeit, dir hier eine Öffnung reinzuprügeln. Weswegen ich auch aus Sicherheitsgründen diesen Ogre nicht aktiviere. Mhm. Und meinen Zug damit beende. Okay. Das heißt, mein vierter Zug fängt an. Mein Werfer ist noch immer auf dem Ego drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich sprinte. So 2 Sprintwürfe. Das ist natürlich jetzt gerade sehr schwierig. So, ich denke, der Jung hier, wohin geht der? Den ziehe ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier erstmal rüber. Einfach irgendwo Platz haben. Jetzt habe ich natürlich trotzdem die Schwierigkeit, den Ball zu kriegen, sieht nicht sehr gut aus.
kann ein sehr riskantes Manöver machen, aufgrund meiner Situation wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann, um den Ball da wegzukriegen, während halt meine Ratten, wenn ich Pech habe, in der zweiten Halbzeit nur noch platt gemacht werden. Ich riskiere es. Er blitzt und weicht auf die 4 plus aus, weil... Ja, in eine Tackle-Zone hinein. In eine Tackle-Zone hinein. Also er hat Geschicklichkeit 3, dann der 4 plus Wurf, plus 1 für den Versuch, minus 1 so für die Tackle-Zone. So definitiv nicht. Ich gebe den Reroll aus. Das und gelingt. Dann kommt er an. Und er wollte ja blitzen. Also und jetzt ein Einwürfelblitz gegen meinen Menschen. Natürlich, ja. Naja. Angreifer fällt. Da kann ich nichts mehr gegen machen. Ist ein Turnover und es ist, ich werfe die Rüstung für ihn dann immer. Und das ist auch wieder, boah, ich würfel aber jetzt Zeug zusammen. Ja. Es ist vor Kamera. Ist okay. Und 4, der ist gestunt. Das ist okay, da kann ich halt nichts gegen machen. So, dann beginnt mein vierter Zug auch schon. Jo. Der dreht sich auf den Rücken. Ja, dankeschön. Der war ja schon betäubt. Genau, der hat sich letzten Zug von mir auch auf den Rücken gedreht. Mhm. Der Elf kann jetzt wieder. Er ist willig. So. Jetzt möchte ich ja irgendwie auch vorankommen. Mit dem Ball. Das heißt, ich werde meinen Ork nehmen. 1, 2, 3 dazwischen. Und dann 4 hier zwischen. Jo. Einfach um diese Tackle-Zone zu umgehen. Ja. Dann aktiviere ich den Troll und der haut diese Ratte. Ja. Saublöd. Nicht also saublöd, weil der Ork neben ihm steht, sogar auch der Minotaur würde helfen. 2 Würfel gegen die Ratte. Verteidiger stolpert. Hat leider kein Ausweichen. Dorthin und hinterher. Yep. Die großen Jungs, bei denen ist es immer gut, neben Gegner zu stehen, um sie entweder zum Ausweichen zu zwingen oder wieder hauen zu können. Rüstungswurf 7. Jetzt brauchst du einen Knochen. Noch ein Brecher. Dann kann ich den bei Verletzungswurf jetzt nicht einsetzen entsprechend. Doppel 1, da wäre eh egal gewesen, der ist betäubt. Yep. Licht am Boden. So, dann kann ich jetzt mit erstmal mit dem 11 aufstehen. Der 1, 2, 3. Möchte auch einfach nur da stehen bleiben. Mhm. Und diese Ratte binden. Dieser Mensch, der in keiner Tackle-Zone steht, möchte blitzen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein 2-Würfel-Angriff wegen dem unterstützenden Ork. Ein Verteidiger stolpert. Leider kein Ausweichen. Neben den Troll. Ich möchte hinterher. Mhm. Rüstungswurf. 6 reicht nicht. Der bleibt auch und so. Ich bin 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann noch ein Feld, gehe dorthin. Mhm. Den umzingeln. Der wird gleich wahrscheinlich nur aufstehen und nichts weiteres tun. Dann möchte ich mit meinem Ballträger laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorthin. So, dann habe ich noch. Also der kann gleich nicht, der wird gleich nicht, der ist auch betäubt. Das heißt, der und der, die könnten mir noch gefährlich werden. Minotaur. Ja, der Minotaur versucht, den anzugreifen. Alles klar. Er ist ein wildes Tier. Nein, er ist kein wildes Tier. 1, 2 Würfel Angriff. Ein Verteidiger fällt. Dort hin und ich muss hinterher. Yep. Und ein Rüstungswurf. Eine 3, das reicht nicht. Mhm. Aber dass der auf dem Boden liegt, reduziert seine Bewegung 3, wodurch der nicht mehr zu meinem Ballträger kommt. Das war das Ziel. Und ich glaube, auch der schafft es von der Bewegung her nicht. Wodurch ich etwas Luft bekommen habe. Das heißt, ich werde weiter prügeln. Dieser Mensch hier möchte diese Ratte hauen. Mhm. Ein Verteidiger stolpert, wird zu schieben. So. Bitte nicht drehen, danke. Ja, mein drehen. Dann möchte dieser Oger diese Ratte hauen. Mhm. Ob er ein Dummkopf ist? Nein. Na, dann Stärke 5, 6 reicht nicht für den dritten Würfel, aber reicht für einen Verteidiger stolpert vor sich hin. Jupp. Geht hinterher. Rüstungswurf 7. Plus 1 durch Knochenbrecher. Und Verletzungswurf. Verletzt. Ja, die zweite Halbzeit wird sehr unangenehm werden. Wenn das in der Liga bei mir mal so funktioniert hätte. Ja.
So, dann habe ich diesen Goblin und diesen Menschen. Und dieser Mensch wird 1, 2 Felder gehen. Und dieser Goblin wird noch diese Ratte angreifen. Mhm. Und tatsächlich bin ich jetzt einfach mal dreist und sage, beide fallen. Das heißt, mein Zug ist damit zu Ende, aber es war eh die letzte Aktivierung. Und wir machen uns für uns gegenseitig die Rüstungswürfe. Ups, der nicht. Der nicht. Die 6 sieht aber schon gut aus. Das ist durch die Rüstung. Was passiert meinem Goblin? 9 K.O. Plus 1, kleinwüchsig, verletzt. Oh. Verletzt. Oh. Dieser Goblin ist verletzt. Ey. Deine Ratte, ich komme mit der 7 nicht durch die Rüstung, ganz knapp. Gott sei Dank. Immerhin. So, da habe ich Risiko eingegangen, ist mit dem Goblin nicht die beste Idee, weil er halt kleinwüchsig ist. Kleinwüchsig ist halt eine Sonderregel, die der Goblin und Halbling und solche Dinger haben. Die sagen, bei Verletzungswürfen kriegen sie plus 1 nochmal drauf, wenn gegen sie Verletzungswürfe durchgeführt werden. Was sie halt schneller verletzt oder halt K.O. schlägt. Dafür dürfen sie aber, wenn sie ausweichen, gegnerische Tackle-Zonen ignorieren. Kriegen also keine Abzüge beim Ausweichen durch gegnerische Tackle-Zonen. Sie müssen trotzdem ausweichen, aber keine Abzüge. So, mein 4. Zug ist fertig, dein 5. Zug beginnt. Mein 5. Zug. So, und es sieht immer schlechter aus. Und wir haben nicht mal, wir haben jetzt erst die Hälfte der ersten Halbzeit durch. Ja, das Wird ein sehr unangenehmes Showgame für mich. Aber okay, mal gucken, was ich noch machen kann. So. Die Ratten waren nicht vorbereitet auf diese wilden Bestien. Meine Götter Globadiers sind hier noch in nicht geleveltem Zustand. Ego-Trip steht auf. Muss er ja. Kann auch liegen bleiben, dann wird er nicht verhauen. Aber. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mal sprinten, kommt nicht dran. Der ist der Einzige, der dran kommt momentan, weil wenn der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mal sprinten, kommt nicht dran. Der ist der Einzige, mit zwei mal sprinten, so. Und der hätte dran. Halt, wenn er aufsteht, 2 mal ausweicht, kommt er dran. Hm. Ansonsten machst du den Touchdown. Also mache ich das in Anführungsstrichen weniger riskanteste. Blitz, 1, 2, 3, 4. reicht aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 Sprint. Ich muss hier 6, 7, 3 plus. 3 plus ausweichen, richtig, wegen Integral-Zone. Er hat von sich aus einen Wiederholungswurf. Genau, ausweichen gibt einem beim Ausweichen ein Reroll. Gelingt ihm. So, da war ich jetzt bei 6, 7. Mhm. Jetzt nochmal ausweichen. Schafft er. Hier auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, warte mal. Wo lagst du? Hier. Da. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Einmal sprinten. Gelingt. Schafft er. Und sprinten auf mein Feld. Aua. Genau. Ja. Hau auf die Figur drauf. Helme. Und versucht auf das Feld zu sprinten. Schafft er auch. Und jetzt kommt der Angriff. Holy moly. Damn. Ich muss einen Reroll nehmen, weil du nimmst natürlich Verteidiger. Genau, ich habe die Wahl, weil du weniger Stärke hast. Und nochmal. Ja, schieben. Und ich folge. Ja. Yeah. Immerhin, das ist immerhin nicht schlecht, ne? Also der ist damit fertig. 1, 2, 3, 4, 2 plus ausweichen. Mhm. Ey! Ah, natürlich. Er hat ausweichen. Ich habe auch schon einmal die Fähigkeit ausweichen benutzt. Bei ihm ja, bei ihm nicht. Stimmt. Jeder Spieler darf das für sich einmal. Schafft er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, Sprint. Ja, alles klar. Eil zur Verteidigung, Jungs. Ich habe meinen Reroll schon ausgegeben. Der boxt den für Einwürfe. Weil, go. Schiebung. Weg mit dem. So, den dreh ich um. Der kann aufstehen. Der steht jetzt auf. Und die anderen beiden machen nichts mehr, das heißt, ich bin fertig. Die drehen entsprechend jetzt auf den Rücken. Zack. Der Werfer steht da. So, mein 5. Zug. Und meine beiden Gutas. Okay. Dann erstmal die Sachen, die keinen Turnover produzieren. Du lässt den Ball fallen. Stolpergefahr. Was? Lies mal vor. So, Flachdecks. Spiele diese. Okay, ruf den Platz, wart, ich sehe einen Stolperdraht. Spiele diese Karte zu Beginn eines Zuges deines Gegners, bevor ein Spieler eine Aktion durchführt. Wähle einen Spieler des gegnerischen Teams. Dieser Spieler wird sofort auf den Rücken gelegt. Es wird kein Rüstungswurf durchgeführt. Wenn er den Ball hatte, verspringt er ganz normal. Aber es führt nicht zu einem Zugverlust. Okay, dann einmal ein W8 für die Richtung.
Und es geht in die 4. Vom Spielfeld runter. Das heißt, der Ball wird dann dort jetzt eingeworfen. Und zwar 2v6 in Richtung eines W3s. Erstmal, in welche Richtung? Ja, in die 6 hier rüber. 3 für 9 Felder. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da springt er dann nochmal. Ja. In die 4. Die 4 war nach schräg oben. Da liegt er. So, das war auch eine fiese Karte. Ja. Ich musste es irgendwie riskieren. Jetzt liegt der Ball natürlich da, aber er liegt jetzt da. Ich mache jetzt keinen Touchdown. Also insofern, immerhin. Das war ein guter Spielzug. Dann wird mein Elf den gleich aufheben müssen. Ja, wir müssen ja alles aufbauen hier langsam. Es ist von den Ratten gerade nur ein Zeitspiel, aber... 1, 2, 3. Der geht erstmal hier neben. Wirklich gut sieht es trotzdem nicht aus. So, dann möchte... Ja, der Elf möchte den Ball aufheben, glaube ich, jetzt direkt. 1, 2, 3. 2 plus aufheben. 2 plus aufheben. Gelingt ihm. 3. Genau, 3 Felder bin ich da hingegangen. 4, 5. Mhm. Da fühlt er sich wohl. Habe ich mir schon gedacht. So, jetzt ist nämlich der Punkt, dass meine großen Jungs aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich gar nicht aktivieren werden, diese Runde. Da stand. Genau, der stand da. Dieser Ork möchte diesen Werfer hauen. Mhm. Und der Werfer stolpert, fällt, meine ich sogar. Und fällt dorthin. Möchtest du folgen? Warte, nee, ich lasse ihn dorthin fallen und ich möchte nicht folgen. Mhm. Rüstungswurf. 6, nein. Jetzt habe ich mal ein bisschen Luft. Meine Leute werden nicht direkt umgehauen. Ja. Der möchte den Gossenläufer hauen. Jo. Das wäre, wir fallen beide. Ich habe nur noch einen Reroll übrig. Und deshalb werde ich tatsächlich den Reroll nicht benutzen und sagen, wir fallen beide. Weil das ist an der Stelle nicht so dramatisch. Was passiert mit deinem? Nix. Was passiert mit meinem? Durch die Rüstung. Durch die Rüstung. Und 9 K.O. So, Turnover. Ey. Dein Sechser. Mein Sechster. So, ja, es macht sehr viel Spaß. Jetzt muss ich mal kurz mal Spieler drehen, damit wir nicht in unterschiedliche Richtungen gucken. Das heißt, ich drehe sie jetzt mal fix alle nach vorne und dann bin ich schon durch. Ego-Trip. Kein Ego-Trip, aber egal. So. Ja. Machen wir riskante Blocks. Läuft. Blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 Würfel gegen mich. Mhm. Ich nehme einen Reroll. Mhm. Schieben. Schiebe dich darüber und folge mal geschmeidig. Mhm. So, jetzt steht der auf und der will den blocken. Da ich jetzt die Tackles des Minotaurus mit ihm... Also das Unterstütze verhindern. Und Unterstütze verhindern, habe ich immerhin einen Würfel. Genau. Und Go, 50 Blitzer! 50-50, natürlich. Burr. Das sind immer die momentan. Ja. Oh, okay. Nicht durch die Rüstung. Okay, diesmal geht's ihm gut. So, dann mein Sechster. Okay, dann kann der hier aufstehen und läuft dann einfach mal noch 3 Felder Kanna dorthin. Jupp. So, dann möchte er einfach nur aufstehen. Mhm. Der Troll möchte den hauen. Okay. Saublöd. Nicht saublöd. 2 Würfel. Verteidiger stolpert. Mhm. Dahin, hinterher. Rüstungswurf, nichts. Der
Minotau möchte den hauen. Jo. 2 Pluswurf. Gelingt. Darf er. Stärke 6 momentan. Gegen sind 2 Würfel. Verteidiger fällt. Verteidiger fällt dahin. Ich muss hinterher. Leider, an der Stelle wäre ich lieber stehen geblieben. Und einmal ein Rüstungswurf. Der mit 6 Knochenbrecher 7 nicht reicht. So, 11 befreit. Dann möchte der Oger laufen. Jung Kopf, nicht dumm. Darf 1, 2, 3, 4. Oder laufe ich einfach dazwischen? Ne, ich gehe 1, 2, 3 dahin. So, dann habe ich noch meinen Ork. 1, 2, 3, 4, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und dieser 11 geht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis dahin. So, und dann habe ich noch den Idiot und den Idiot. Dann fange ich an mit dem Idiot gegen ihn. Ja, 2 Würfel. Ein Schieben. Ich schiebe dich dorthin und gehe hinterher. Und der Idiot hier hinten ist tatsächlich nicht mutig genug, einen blockenden Typen anzugreifen. Das heißt, ich bin mit meinem Zug fertig. Okay, mein 7. Zug. Ego-Trip. Blitz. 1. 3 plus. Uah, schafft er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Würfel. Kriegt er mehr. Ja, natürlich. Alle Einerblöcker sind gerade das. Ja, Turnover. Überraschung. Rüstungswurf. Ist durch. Verletzt ihn noch. For good measure. K.O. ist auch okay. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, mein 7. sieht aber relativ einfach aus. Touchdown. Ohne viel Risiko mache ich den Touchdown. Ja. In einem Ligaspiel wäre es vielleicht sinnvoller, man könnte den Touchdown rauszögern und stelle mich vor die Linie, weil du hast keine Möglichkeit ranzukommen und prügel noch ein bisschen. Aber jetzt in dem Spiel mache ich den Touchdown sicher. Score! So. So, das heißt, Touchdown wurde durchgeführt. Jetzt sammeln wir erstmal alle Spieler ein, denn wie beim Football wird jetzt neu aufgestellt. Alle, die auf dem Feld sind, bleiben auf dem Feld. Richtig. Jetzt würfen wir für die K.O.-Spieler. Ob meiner wieder reinkommt? 1. Nein, kommt nicht rein. So, ob der Lineman wieder reinkommt? Nein. Ob der Werfer wieder reinkommt? Nö. Und ob der Gunner Runner wieder reinkommt? Ja, ja, hey, da habe ich immerhin 6 Spieler. Und dein Ego-Trip ist nicht dabei. 7 auf dem Spiel. 7 genau. Typen auf dem Spiel. Du hast einen Reservespieler gehabt. Das heißt, ich habe minus 2 9 Spieler auf dem Feld. Ja. Ich muss wieder zuerst aufstellen. Ich bin so glücklich über meine Unterhalter. Yay. Toll. Stelle meine Jungs so und dann stelle ich den dahin. Ach ja, meine Ratte ist K.O. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Du hast noch. Nee, das ist noch ein Spielzug. Ich habe jetzt noch einen Spielzug. Okay, das heißt dann. Mein 7. wurde ja premature beendet. Das heißt, die ist nicht möglich, jetzt einen Touchdown zu machen. Nö. Das heißt, ich kann mich dann auch eher so platzieren. Und ja. Ja, ich muss mich an die Linie positionieren. Du bist dran, Leute. Nicht drum rum. 2 und 3. Ich habe immerhin beide Blitze. Yay. Und beide Gatterrunner. So, es könnte als taktischen Tipp Sinn machen, einen Gutterrunner hier hinzustellen. Ja, falls das Anschlussereignis kommt, wir kriegen einen extra Zug. Dann ist das natürlich zu. Und wenn stark. Nicht, kannst du ihn in deinem Zug immer noch zurückholen. Vielleicht habe ich ja ein wenig Glück. Aber das ist okay. So, dann lege ich den wieder in die Mitte. Dann machen wir wieder die Abweichung. 5 in die 4. Das geht schräg darüber. 5 Felder? In die 4. 1, 2, 3, 4. So. 5. In die 4. So. Dann Anschlussergebnis. Was sagt die Anschlusstabelle?
7. Wetterwechsel. Wetterwechsel. Das heißt, ich würfel neu für die auf der Wettertabelle. Eine 9 reicht nicht. Bleibt bei schönem Wetter und das bedeutet, es gibt einen kleinen Windstoß. Das heißt, der Ball weicht ein Feld ab in die 1. Und jetzt landet er erst und weicht jetzt ganz normal ab in die 8 zurück. Wäre er jetzt vom Spielfeld runter abgewichen oder durch irgendwelche Sachen in meiner Hälfte gelandet, dann hättest du den Ball einem deiner Spieler einfach geben können. Ein Touchback nennen wir genau, das. Genau, weil das ein ungültiger Anstoß dann quasi war. Oh. In dem Fall liegt er jetzt da hinten. Ego-Trip schläft. Genau, das heißt, dein 8er Zug. Und dann wird die Ratte wahrscheinlich weglaufen. So, oh mein Gott. Ja. Das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fertig. 1, 2, 3, 4, fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fertig. 1, 2, 3, 4, 5. Er versucht den Ball aufzuheben. Gelingt ihm. Ja, gelingt ihm. Er hat den Ball, aber ich lasse ihn mal hier liegen. Weil ja. In dem Ligaspiel hätte man jetzt versuchen können, einen Pass zu spielen. Weil ich mache das mal for good measure, so, weil ich will auf den passen. Ist halt die kurze Schablone. Genau, definitiv. Also es ist 2 plus Pass. 2 plus Fang. 2 plus Fang. Und das wäre Pass. Ein SSP, also ein Starspieler-Punkt genau. Für diesen Spieler und der Ball landet jetzt hier. Ja, kannst du auch den da runterlegen. Das wäre für ein Ligaspiel jetzt wichtig. So, möchten die vielleicht ausweichen und weggehen? Ich weiß nicht, ob sie das möchten. Das ist das Problem. Also zumindest er möchte es. Er möchte auf jeden Fall. 3 plus ausweichen. Das ist die 2. Natürlich. Das ist dann ein Rüstungswurf ohne Knochenbrecher. Und der gelingt auch nicht. Und damit ist er sicher vorgehauen werden. Yay! So, das heißt, ich werde dann einfach mal meinen Troll nehmen und den da hauen. Yep. Ob er so blöd ist. Nein, ist er nicht. Natürlich. Und dann macht er einen Zweifelangriff und schiebt den einfach dahin. So, und jetzt kann ich noch einen Blitz durchführen, um noch irgendwie einen zu hauen. Da es noch eine zweite Halbzeit geht, macht das halt strategisch auch Sinn, versuchen Leute zu dezimieren. Ich versuche einen Blitz mit dem Minotau. Mhm. Der ist nicht rasend, also nicht wild. Rasend ist er. Den da angreifen. Der Minotau hat sogar Hörner. Das heißt, der hat plus 1 Stärke beim Blitzen. Stärke 6 reicht aber noch nicht für den dritten Würfel. Das ist ein Stolpert. Stolpert irgendwo dahin, ist jetzt nicht mehr so dramatisch. Macht einen Rüstungswurf. 10. Verletzungswurf. Ja, pff. Ja, okay. Oh. Ja, das war mein Zug. Mehr muss ich nicht machen. Man kann zwar theoretisch faulen, das birgt aber das Risiko, dass der Spieler des Platzes verwiesen wird für den Rest des Spiels ausfällt. Und das mache ich deshalb auch nicht, weil es auch jetzt mir nicht so viel bringt. Beim Foul wird man halt einen am Boden liegenden Spieler mit möglichst vielen Leuten hingehen und nochmal einen Rüstungswurf machen, wo man plus 1 für jeden eigenen Spieler, der unterstützt, kriegt. Ach, du könntest gut vollstellen. Ich könnte es bin vollstellen. Sowieso, ich habe nur noch 8 Spieler immer auf dem Feld. Das mache ich auch nicht. Oh. Wir wollen ja noch ein bisschen was hier sehen. aber wie gesagt, man hätte dann nochmal die Chance, vielleicht einen Spieler stärker zu verletzen, wenn er auf dem Boden liegt. Aber wenn man beim Rüstungs- oder Verletzungswurf einen Pasch würfelt, ist das vom Schiedsrichter gesehen worden und der Spieler, der das Foul durchgeführt hat, wird nach dem Foul des Platzes verwiesen und man hat einen Turnover. Ja, und es wäre kein Blood Bowl, wenn es nicht so Sachen geben würde wie einzelne Bestechungen oder sowas, ja. Die halt auch. So, das ist mein 8. Zug gewesen. Jo. Das heißt, die Halbzeit endet. Jo. Das heißt, wir machen eine ganz kleine Pause. Ich brauche nämlich auch was zu trinken. Mhm. Und dann beginnen wir die zweite Halbzeit. So, dann beginnt die zweite Halbzeit. Das bedeutet erstmal Zugmarker hier auf die zweite Zeile. Zweite Zeile. Teamwiederholungswürfe werden wieder aufgeladen. Man hat halt seinen Pool für eine Halbzeit zur Verfügung und in der zweiten Halbzeit dann erneut den gleichen Pool. So, dann wechselt es. Jetzt musst du anstoßen, weil du hast ja am Anfang des Spiels dich entschieden zu empfangen. Yep. Jetzt in der zweiten Halbzeit werde ich entsprechend dann am Anfang empfangen, was mir natürlich einen enormen Vorteil in der momentanen Situation gibt, da ich dein Team etwas dezimiert habe. Ja, in der Hoffnung, dass zumindest die zwei K.O.-Leute, die ich noch habe, wieder reinkommen. Richtig. Der Lineman ja. Hat genug geschlafen in der Halbzeit. Und der Ego-Werfer, der auch hat der auch genug geschlafen. Immerhin sind wir wieder auf 8 Männchen. Meine Ratte, die muss noch ein Nickerchen machen. Die hat noch. Die hat gut einen abbekommen. Ja. Aber das gleicht so ein bisschen an. Das heißt, ich habe immer noch meine 9 Leute und du hast jetzt 8. 8. Das heißt, die Differenz ist nicht mehr ganz so groß. Du musst aber zuerst aufstellen. Ich muss zuerst aufstellen. Das bleibt nicht aus. Aufgrund der doch sehr, sehr geringen Auswahl an Spielern, die ich habe.
werde ich schauen, dass ich zumindest eine grobe Verteidigungslinie aufgestellt kriege. So, der Werfer kickt einfach. Ja. An sich ist es egal, wer kickt, aber es gibt auch eine Fähigkeit, die man in der Liga zum Beispiel kriegen könnte, die einem erlaubt, akkurater anzustoßen. So. Stell mal den Ork da so hin. So, mein Elf geht hier hin. Und jetzt stelle ich mal zwei Menschen dahin. Ich stelle mal einen Mensch hier hin. Und dann stelle ich noch einen Mensch hier hin. Ich darf ja nicht zwei darüber stellen. Aber ich entscheide mich für eine asymmetrische Aufstellung, was vielleicht so eine kleine Tendenz anzeigt, über welche Seite ich den Ball bewegen möchte. Entsprechend versuche ich den Ball dahin zu kicken oder da in der Nähe hin. So, und Kick! Fünf Felder in die sieben. Eins, zwei, drei, vier, raus. Damn. So, der ist gleich definitiv raus. Aber trotzdem gibt es ein Anschlussergebnis von 11. 11, Anschlusstabelle 11, Steinhagel. Beide Trainer werfen einen W6 und addieren ihren Ruhm, in meinem Fall plus 1. Die Fans des Teams mit dem höheren Ergebnis werfen den Stein. Im Fall eines Unentschieden sind beide Teams betroffen. Bestimme einen zufälligen Spieler des anderen Teams, der getroffen wird. Nur Spieler auf dem Spielfeld können getroffen werden. Und führe sofort einen Verletzungswurf für ihn durch. Der Rüstungswurf entfällt. Also, wir werfen beide einen W6, ich addiere plus 1. 2. Ich habe auch eine 2, dadurch, weil es ist ja eine 1. Weil W3. Das heißt, jeder als einer... Warte, wir werfen eine W6. Das heißt, du bist bei der 4 und ich bin bei der 3. Du gewinnst. Ich gewinne. Das heißt, ein Stein auf Spieler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sind nummeriert. 8, 9. Ah, perfekt. Die sind nummeriert. Spieler Nummer 16 hast du nicht. Nee, so weit habe ich sie nicht nummeriert. Spieler Nummer 8. 8. Der hier. So, bomb, krieg den Stein von einem meiner Fans ab. Das sind ja freundliche Fans, also freundlicherweise werfen sie den Stein auf den Typen und verletzt. Ja, der ist, bomb. Das sind wirklich sehr freundliche Fans. Was ist das für ein Stein? Okay, ich gebe den Ball an meinen Elfen hier. Der ist so ein Oschi. Ja, wir haben Katapult genommen, um den Stein zu okay, ja, passiert. Yeah. War nicht nett. So, dann beginnt mein erster Zug in der zweiten Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht der Elf erstmal da hinüber. Dann werde ich diesen Typen dahin bewegen. Nein. Oh doch, und mit dir fange ich an. Oh, schon. So, dann wird der hier blitzen. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Verschiebung. Schieb dich darüber. Und geht hinterher. Mhm. Dieser hier geht 1, 2, 3. Mhm. Dorthin. Dann möchte mein Minotau die Ratte da angreifen. Mhm. Das darf er. Und er schiebt die Ratte. Nur zu. Dahin. Jo. Rasen. Cool. Fallen beide. Okay, alles klar. Bumm. Fang du an. Rüstung für deinen Knecht. Durch. Ist durch. Überraschung. Verletzungswurf. 11. Verletzt. 12. Weg. Bam. Ja. Durch. Oh, durch. Ja. Der hat auch nur eine 8er Rüstung. Der Mietschall ist relativ weich auf der Brust. Ja. Wild heul. Zum Glück. So, Lichter hier. Die Base gibt an, wo er ist. Die sind halt ein bisschen zu groß, die großen Jungs. Turnover. Definitiv Turnover. Das heißt, ich drehe sie mal kurz alle nach vorne ausgerichtet. Unangenehm, aber muss ich jetzt mit leben. Wenigstens ist der Bereich da ein wenig geschlossen. Das stimmt. So, Ego-Trip, hey! Der ganze Spiel über ein bisschen für einer. Für den Rest der Partie. Alter, was ist los mit dir? Ja, der Ruhm. Ja, Ruhm! Leck mich! 1, 2, 3, 4, stellt sich dahin. So. Mhm. Der steht da. Mhm. Den hätte ich gerne weg. Mhm. Doch, hätte ich gerne. So, ja, der Steinwurf war cool. Das ist, okay, ist immerhin frei, das Feld. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, aber wenn ich mir so deine Box angucke, schau, dass es kein Ligaspiel ist. Ja, wer weiß, was mit denen alles passiert wäre, ey. Der hat definitiv ein Level-Up verdient. Der hat, ich glaube, 4 Leute allein verhauen.
Also der Minotaur ist gerade on fire. Der hat ein paar zerlegt. So, Für die Zula ein Stufenaufstieg, also die nächste Stufe erreicht man, wenn man 6 Erfahrungspunkte gesammelt hat. Eine Verletzung, Zuverlässigkeit gibt ja 2, ein Pass gibt 1, Touchdown gibt 3. Und am Ende des Spiels wirft jeder Spieler für sein Team noch, würfelt er einen Starspieler quasi aus, einen Most Valuable Player, einen MVP. Und zwar bestimmt er 3 Spieler seines Teams und wirft dann ein W3, wer von den 3 5 Bonus-Erfahrungspunkte kriegt. Das ist immer viel wert. So. Bewegen, 1, 2, 3, 4, 5, muss ausweichen. Das gelingt ihm. 5, 6, 7, ja. Ja, stellt sich dahin. Der blitzt, 1. Gelingt ihm. 2, 3. Dann Ausweichwurf, gelingt ihm auch. 4, 5. Ja, ein Würfelangriff, weil du Stärke 2 hast. Und ich falle. Ey, wo falle ich denn? Den haue ich hier zur Seite. Mhm. Dann gehst du der. Folge, das war 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Also hast du noch 4 Punkte Bewegung. Erstmal, was passiert mit dem 11? Nix. Geld Nix. Rüstung. 8 sogar. Zum Glück 11. In die 8. Das heißt, ein Fall zurück. Genau, und dorthin. Von dem Feld, wo er ist. 5, 6. Auf die 2 plus hebe ich den Ball auf. Ah, habe ich. Jetzt geht's ab hier. Ja, ist ein Problem. 7, 8, 9. Lauft! Dilemma. Bewegung, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe noch Rerolls. Ich sprinte ein Feld. Ja, und ich sprinte noch ein Feld. Ja! Oh! Der gibt gerade richtig Gambo, der Typ. Mist. So, cool. Trotz massiver Unterteilung sieht das so aus, willst du ausgleichen. Ja, das muss ich jetzt aber auch. Ich bin fertig hier, weil der erste Zug, der ging ja voll ab. Okay. Danke, liebe Fans. Ihr habt das ermöglicht. Ja, die Fans, das war egal. Die haben das der Minotaurus hat es ausgeglichen. Der hat es ruiniert. Affe! Vorhin war er betäubt, genau. Der dreht sich gleich erstmal auf den Rücken. Dilemma, also der liegt in diesem Feld. Genau. Und der kann das jetzt nicht mehr richtig. Mit einem Blitz den Gutterrunner hauen. Das ist richtig. Keiner von mir kann den jetzt hauen. Weil sie alle zu weit weg sind. Boah, der Ork könnte es schaffen. Beziehungsweise der Ogre. 1, 2, 3, 4, 5, Sprint, Sprint. Boah. dann versuche ich mal erstmal mit dem Troll den zu hauen. Jo. Darf er. Darf er. Und ärgerlich. Jetzt bin ich schon fast geneigt zu sagen, ich lass dir deinen Touchdown. Und haust mir vielleicht noch einen Spieler um. Ja, und ich empfange ja gleich noch heute, weil da habe ich noch genug Spielzüge noch als Mann. Also beide fallen. Rüstung für deinen. Yo. Was passiert ihm? 8 K.O. weil Knochenbrecher. Nee. Nix. So, dann dreht er sich auf den Rücken. Und Zug zwei. Dein Zug 2. Touchdown. Ja. Ich ja, dein Touchdown. Ausgeglichen. Hey, ja, bei Bloodborne kann alles passieren, wie man sieht. So, steht dein K.O. Junge wieder auf? 6. Nö. Steht meine Ratte wieder auf? Nö. Was ist los mit dir? Ja, ganz schön einen abgekriegt. So, jetzt habe ich auch nur noch 6 Spieler. Ja. Es wird nicht besser. Ich habe 8. Und 3 müssen an die Mittellinie. Ja, ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, wenn man nicht mehr 3 an die Mittellinie stellen kann, kann man entweder das Spiel aufgeben oder halt entsprechend so viel hinstellen, wie man kann. Aufgeben ist halt nicht schön, aber in einem Ligaspiel manchmal sinnvoll, um zu verhindern, dass ein Team komplett umgebracht wird quasi. Aber wenn man aufgibt, kriegt man am Ende kein Geld für die Liga, für seine Teamweiterentwicklung und man verzichtet auch seinen Starspielerwurf am Ende, seinen MVP-Wurf.
Das kann irgendwann mal so auch riskant werden, ein Spiel aufzugeben, da im Laufe von Ligen einige Spieler natürlich an Erfahrung sammeln und je nachdem, wie groß die Erfahrung des Spielers ist und entsprechend auch sein Ego, ja, ich meine dich, du Werfer, das hast du nämlich noch nicht, kann es sogar passieren, dass ein Spieler bei der Aufgabe eines nach der Aufgabe eines Teams sagt, ich verlasse das Team. Einfach so, er feuert sich quasi selber. Das ist möglich. Aber natürlich nur für Ligen interessant, wenn man sehr hochgelevelte Spieler hat. Gut, ich habe aufgestellt. Ja, yeah, ich mache genau denselben Mist nochmal. Ich gebe den quasi dem die Ball in die Hand. Und das ist ein Stein aufs Feld. Und ich werfe einen Stein aufs Feld. Finde ich ganz cool. Nee, ich nicht so. Erstmal 6 in die 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, nicht dahin. Aber egal, was passiert? Eine 7. Wetterwechsel. Würfel mal auf der Wetter. Wir haben 9. Es bleibt bei schönem Wetter. Ein Windstoß bewegt den Ball. Der Windstoß in die 5. Dahin. Und jetzt weiter auf in die 8. Dahin. Okay, also ich wollte dahin kicken, da landet der Ball. Ein Kick. Ja, dein zweiter Spielzug. Ja, mein dritter. Schon. Nein, dein dritter schon, hast recht. Mein dritter schon. Es ist schon soweit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich traue dem Minotaur gerade nicht mehr. Der Minotaur hat trotzdem was getötet. Ich aktiviere den Oger und der Oger möchte diese Ratte in der Mitte da hauen. Jo, nach ihm. Darf er auch? Darf er auch, ja. Du stolperst. Ich habe nur den Totenkopf gesehen. Ich möchte stehen bleiben. Mhm. Nicht durch die Rüstung. Okay. So. Jetzt mal einer weniger. Er ist aber nicht vom Feld, das ist wichtig. Möchtest du erst den Ball aufheben? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4. 2 plus. Jo. 5, 6. So. Weil eigentlich will ich mit dem Minotaur den Typen da angreifen, aber der hat Blocken. Hat er, ja. Das heißt, ich werde jetzt erst einen Blitz machen mit ihm hier. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 auf die Ratte. Yep. Stärke 4 gegen Stärke 2. Stolperst, ich schieb dich dahin. Yep. Weiche aus. Ich gehe nicht hinterher, ich gehe dorthin mit meinem letzten Bewegungspunkt. Mhm. Dann werde ich mit dem Minotau diese Ratte hauen. Mhm. Jetzt nicht wild. 2 Würfel. Und du stolperst. Ja, das kann ich nicht verhindern. Stolperst dahin und ich muss hinterher. Rüstungswurf. Nein. Bin ein bisschen ausgepowert jetzt nach dem ganzen Rumprügeln. Ich gucke nur auf meine Box und sage, ja. Dankeschön. Der Troll möchte diesen Blitzer da hauen. Jo, ob er so blöd ist. Ist er nicht. Also darf er hauen. Jo. Und er lässt deinen Blitzer fallen dahin und geht hinterher. Mhm. Und macht einen Rüstungswurf. Jo. 7. Der hat Rüstung 8, ne? Wir haben Rüstung 8. Reicht dann nicht. Man muss ja über die Rüstung kommen. Genau. So, und dann habe ich noch einen Ork. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Da könnte er hingehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie man sieht, bin ich im Bedrängnis. Ja, dein dritter Zug. Ego-Trip, Blitz, 1, 2. Da der mit dem gebunden ist, boxe ich den einfach aus dem Leben. Nein, Go-Werfer. Vorzugsweise nicht. Ja. Schiebung, Schiri. Ich schiebe den dahin und folge. Macht auch nichts mehr. Mhm. Steht auf. Und steht auf. Blockt den mit einem Würfel. Mhm. Stärke 2, Stärke 3. Wir würden beide fallen. Ja.
Ich weiß, dass ich es bereuen werde hier nach. Schio. Nicht hinterher, okay. Nicht hinterher. Mhm. Ausweichen. Mhm. Schafft er. Fertig. Oder warte. Hier ist er fertig. Ja. Mein vierter Zug. Meine Züge sind relativ schnell. Woran ja. liegt das nur? Ich wollte dir halt einen Gefallen tun. Sehe ich. Die Fans kriegen sie, wofür sie bezahlt haben, die wenigen. Der Ork geht erstmal da zwischen die drei. Der ist mutig. Er hat noch eine Rüstung, der kann das noch machen. Der Knecht hier geht 1, 2, 3, 4 dazwischen. Mhm. Da habe ich auch einfach mal wieder einen am Troll dran. Ne? So, jetzt habe ich da so einen Mensch. Ja, der macht einen Blitz. Mhm. 1, 2. Jo. Der 2 wird von sich aus, war ich mir gedacht. Ein Reroll. Jo. Doppelskull ist doppelt doof. Und schiebt dich dahin. Mhm. Geht nicht hinterher. Mhm. 2 Bewegungsmutter ausgehen. 3. 4. 5, 6. Mhm. Was der vorhaben könnte. So, jetzt ist das doof und mein Reroll ist raus. Yeah! Voll doof. Da sollte ich ungefähr hingehen. Ja, der Elf geht einfach mal dahin. Mhm. Wer von den beiden Idioten macht jetzt was? Der Minotaur. Okay. Auf die Sturmratte. Da raus. Darf er. Jo. 2 Würfel. Schiebung. Dahin. Ja. Muss hinterher. Und noch ein Angriff. Jo. Zipum. Wirf. Ja, ich falle. Blocken. Oh! Du hast Blocken. Ich falle. Dann mal gucken, was dahin passiert. Nix. Ja. Turnover. Turnover. So ist, dass die Ratte da jetzt für dich gut steht. Ja. Tatsache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit einmal sprinten. Oder der blockt den. Hoffe, dass er umfällt. Dann kann der eine rumrennen. Ja, vielleicht drehe ich somit das Spiel, weil jetzt bei dir die Würfe nicht so gut laufen und der, das Pulver im wahrsten Sinne des Wortes hoffentlich endlich verschossen ist. So, der Werfer möchte gerne den Ork blocken. Hat halt plus 2 Stärke, was egal ist. Mit Stärke 5 ist immer noch 2 Würfel. Ja. Zack. Schiebung. Ist okay. Dann schieben wir den guten Herrn dahin, weil es muss ja sowieso zuerst aktivieren, weil Ego-Trip. Mhm. Der Typ, ich weiß nicht, was in den Kopf gefahren ist, aber so langsam kann ich es verstehen. Geht natürlich hinterher. Dann bewege ich die Ratte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Darüber. Die Ratte will den boxen. Der ist gebunden. Mhm. Und der steht frei. Ja. Das heißt, da zwei Würfel Block. Schiebung ist da voll okay. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Warum nimmst du nicht beide frei? Weil, nein. Weil der keinen Blocken hat, ganz einfach. Kurz alle in die gleiche Richtung. Ja. Oh, der steht hier. Mhm. Dann Blitz. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Zwei Würfel Block, weil... Pow! Ich kann dich auch einfach auf dem... Nein, ich schieb dich darüber und folge ein Feld. Okay. Dann scattert der Ball. In die 1. Auf den Gossenläufer. Der den Ball nicht fängt. Gut, dann scattert der weiter. Ich nehme den Reroll, weil ich habe noch keinen ausgegeben in der Runde. Jetzt nimmt er ihn. Okay. Verflucht seist du. So, ich bin gefolgt. Ich möchte auf jeden Fall nicht spinnen oder sowas. Dein Typ passiert aber nichts. Das ist schon mal gut. So. Zwei plus ausweichen. Ausweichen.
Was? Wir haben es beide gesehen. Eins. Zwei. Drei. Was kommt? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Oder? Nee, ich stelle dann. Er macht quasi wupp hier einmal rum und ich riskiere, dass du mit deinem Ogre ihn vielleicht doch haust. Ich will den Touchdown machen, verdammt! Ich aber nicht. Ich weiß. Dass du den machst. Du bist fertig? Ich bin fertig mit den Nerven, ja. Ich okay. habe natürlich zu viel gemacht. Unangenehmst. Da. Hier. Yeah. Also ich brauche hier einen dran, der den bindet oder gegen den unterstützt, damit ich einen Zwei-Würfel-Angriff gegen den habe. Mit dem 11. Also der geht 3, Sprint. Mhm. Ich könnte mit dem den angreifen, dahin, dann kann der 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee. Das heißt, der müsste der Troll noch weg, damit der dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprint. Also ich muss auf jeden Fall zweimal sprinten. Das ist ja doof. Dann werde ich das, was ich mit dem hier machen. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprint. Jo. Und Sprint. Jo. Gut. Blitz. 1, 2. Auf drei. Die Ratte. Jo. Was geht denn hier jetzt ab, oh, Elf? Zwei Halbzeit ist furchtbar. Wir hätten keine Pause machen dürfen. Nein. Ich wiederhole das mal. Ja, okay, alles klar. Wow. Ja, dann bleibt das bei beide fallen, ne? Hey. Oh, Würfel, ey, was läuft das hier? Jetzt geht's. Lass du ihn wohl los. Ich weiß, also, du hilfst ihm. Rüstung für deinen Knecht. Yo, nö. Nicht. Rüstung für deinen Knecht. Auch nicht. Doch, ist sogar durch. Verdammte Hacke. Und der ist verletzt. Oh! Los. Ballsketter. Hey. Ja, Rotar läuft gar nicht bei mir jetzt. In die 8, dahin. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Dann hast du jetzt den Touchdown wahrscheinlich. Das wäre zumindest nett. Dann verliere ich das Spiel sogar noch. Ja, Würfel. Ich weiß nicht, wer der moralische Sieger ist. Wobei, mittlerweile ist es auch 3 da. Auch Fall ist, ja, aber ich habe jetzt diese Halbzeit keinen guten Wurf gemacht. Nein. Ich brauche einen Unterstützer, wenn ich den wegmache, kann er aufstehen, bla. 1. Schafft er. 2, 3. Das reicht. Blitz. 1, 2. Beide fallen. Ist okay. Der hat Blocken. 3. Bleibt beim Ball stehen. Rüstungswurf. Rüstungswurf. Nix. Meine Damen und Jungs haben 7. 8. 8 sogar. 1, 2, 3. 4. 1. Ich nehme den Reroll. 1. Boah, habe ich 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kannst du einmal den Marker runterstellen. So, ich glaube, wir sind beide out of Rerolls. Wir sind beide out of Rerolls. Jetzt kommt gleich Mine. Boom. Nee, warte, es ist eine magische Memorabilie. Nee, Verteidigung. Vorteile durch Training. Ich habe trainiert. Ich komme Königsmacher Spielzug. Ich schaffe alles. Ja. Fertig. Ich pushe einfach dieses doofe Ding, ey. Ich kann den nicht mehr erreichen. Yeah! Ich kann nur noch hoffen, dass du irgendwie einen Ausweichwurf vergeigst. Ja. Und das ist eher unlikely. Der steht da, der liegt hier in dem Feld. Ja. So, der liegt schon mit dem Kopf nach oben. Ja. Yeah. Irritierend. Voll doof. Oder ich Ikario habe, ist es egal, warum ich es mache. Der sagt einen Blitz an. 1, 2, 3. Also, erstmal muss ich würfeln, ob ich es machen darf. Blitz. Genau. Blitz. Darf er. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Schiebt. So, jetzt kommt nämlich die Regel. Alle drei Felder sind belegt, genau. Heißt, jetzt kann ich ihn auf ein belegtes Feld schieben und den, auf den er schiebt, dann weiterschieben. Und dann schiebe ich das tatsächlich so. Mhm. Muss folgen, muss noch. Ich muss nochmal anhauen, aber jetzt muss ich erstmal sprinten, ob ich nochmal hauen kann, weil er hat Bewegung 5. Jupp.
Er hat das Sprinten geschafft. Jetzt habe ich aber drei Würfel, weil ich habe Stärke 6, 7, 8. Ja, das ist sowas von drei Würfel. Und du stolperst. Jo. Auf das letzte freie Feld da. Ich muss hinterher. Ein Rüstungswurf. Geschafft. Ein Verletzungswurf. 5, B zu 6, ist egal, Stunt. Durchatmen, Ratte. Dir geht's gut. Der geht dahin. Der geht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahin. Warum geht er dahin? Weil das kann. Ah, okay, cool. Hä? Ich brauche mehr lebensmüde Spieler zum Schmeißen. Der Ogre möchte laufen. Darf er. 1, 2, 3, 4, 5. Sprint. Sprint. Der Ogre hat Bock. Eieieiei. So, das reicht ja dann an sich schon mal, ne? Dass du einen Ausweichwurf machen musst. 1 wiederholbar. Also 2 plus wiederholbar, so rum. Ja. Furchtbar. Gutterrunner, ja. Lecker, dann steht der jetzt einfach auf, bringt ja nichts, wenn der jetzt auch noch dahin rennt. Macht den Wurf nicht schwerer. Und dann kann man Ork da hinten noch zuschlagen auf den Werfer. Ja. Mal eine Runde schieben. Und mein Troll möchte den Blitzer da hauen. Darf er. Und einmal eine Runde schieben. So, okay. Möchte folgen, möchte folgen. Ja, klar. Okay. Mein Sechster. Aus Mangel von Aktion geht da ein Feld und weicht aus, weil alles andere ist nicht so gut. Snake, Eis. Ja, ist durch. Weicht aus und jetzt. Ja, dann hast du deinen Touch. Ich weiß nicht, wer hätte gerade den Touch gemacht? War es auch er oder war es der... Kann sein, dass er aber war. Du hast, ich sehe deine Nummer nicht so sehr. Ja, okay. Da, da drin. Da ist es innen drin. Wir haben vorhin nicht geguckt, von daher keine Ahnung. Wir haben ja einen Videobeweis. Ja, weil man da auch die Nummer sehen kann. Ja, genau. Ja, bei denen kannst du unterscheiden zwischen lila, rosa Haube ja, und nicht. Oder? Ja, da musst du nachgucken. Voll schlau. So, Der liegt noch da. So. Ob mein K.O. wieder aufsteht. Nö. Nee. Boah, ich glaube, das ist der Hass der Ratten auf deine gewesen. Ob meine Ratte aufsteht. Nein. Gut, okay, dann ist es ja immerhin ein 7 gegen 6. Und dann fehlt man eigentlich 4. Oh. Ja, stell mal auf. So. Oh, irgendwie noch den Touchdown hinkriegen, um es wenigstens zu einem Unentschieden zu machen. Tada, fertig. Oh. Hier geht's gerade richtig ab, ey, eine richtig heiße Phase. Die erste sah nicht gut aus für meine Ratten, aber jetzt drehen sie auf. Ich habe das Gefühl, dass meine in Unterzahl einfach besser werden, was nicht dem Ratten motivierter. Sie sind motivierter, ja. Sie wissen, was ihnen blüht. Wie willst du den Touchdown machen? Ich habe keine Ahnung. Ich kicke jetzt mal in die linke Ecke. Ah, ist ja gerade schon da gelandet. So, Kumpel, Blase, hier. Peng. Fünf Felder in die 4. 1, 2, 3, 4, 5. Da geht er hin. Da geht er hin. Was passiert? Extra Spielzug. 5. Hoher Ball. Ach, oh, du darfst jemanden drunter stellen. Ja, dann stelle ich den da runter. Dann kann er versuchen, jetzt auf die 4 plus diesen Ball zu fangen. Go! Yay! Hat er. Wuhu! Party! So. Dein Siebter. Mein Siebter. Verdammt. Jetzt weiß ich, wie du den Touch machst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Minotaur auf den Vorsicht. Wildes Tier. Seine Tackle-Zone behält er. Ja. Aber jetzt, keine Ahnung, isst er Gras oder haut auf den Boden? Ogre auf den Vorsicht. Ja. Aber. Patung schieben. Geht hinterher. Folgt. So. Eins. Nee, denk dran, dass hier noch eine Stelle. Genau, der aktiviert noch nicht, deshalb. Sie kann der Ork aktivieren.
Du musst halt jetzt gerade Typen hier reinbringen, ne? Ja, ich weiß. Deshalb will ich den jetzt eigentlich, weil ich will den Ork auch da reinbewegen. Oh. Deshalb muss ich jetzt entweder erst den Troll aktivieren. Oh. So, das ist die Tiefe von Bloodborne. Okay. Ja, was? Ich nehme ihn. Aha. Ausweichwurf. 3 plus Ausweichen. Gelegt. Oh, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Eine 6 dahin. Zwei Sprinten. Hm. Ein Sprint macht er jetzt. Okay, cool, cool, cool. Mir fiel da was anderes ein, um das zu beschreiben. Der Troll möchte den vor sich hauen. Ja, hau ihn. Darf er? Und ja, das ist ein Beidefallen. Also ich falle. Blocker, ey! Diese Runde, diese Halbzeit läuft. Nee, die gar läuft gar nicht bei dir. Es passiert aber nichts. Mein Siebter. Unfassbar. So. Ja, man muss ja nur noch den einen da umschubsen, dann kriege ich keinen Toucher mehr. Den da umschubsen. Ja. Ich kann das sogar. 1, 2, 3, 4 steht da. Die Ratte ist jetzt fertig. Der Werfer hätte zuerst aktivieren müssen. Ego-Trip. Ja, ja. Da war was. Jetzt ist er beleidigt. Die Tackle-Zone behält er bei... Ja, der behält ihn. Okay. Der ist sauer. Silberschuld. Ist jetzt nicht gerade deutlich besser für mich, aber ein bisschen. Dann wäre der mehr oder weniger sicher dauern. Oder umstellt, sagen wir es so. Ja. Okay, das ist ärgerlich, weil jetzt habe ich halt gleich nur einen Würfelblock. Ja, was gerade mein Best Bet ist. Blitz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack, ein Würfelblock. Natürlich. Nicht durch die Rüstung. Hätte doch eigentlich wirklich würfeln müssen, aber ist egal. Ja. Ja, das war doof. Ich hätte den. Ja, ich musste erstmal auf die. Ja, ja, ist okay. Ist okay. 3, 4 plus auf die 4 plus fangen ohne Reroll, dann noch ausweichen und noch sprinten. Ja, ja, also es ist. und ich habe nicht mal einen, der da hinjuckeln könnte, um den wegzublitzen. Nein. Weil der Minotaur halt einfach gerade vergeigt hat. Es hilft auch nicht, da was so zu machen. Ich glaube, ich muss tatsächlich einfach das jetzt direkt probieren. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich ein kurzes Abspiel sein. Ich kann abfangen, oder? Ja, das wirst du wahrscheinlich so oder so können. Ist ein kurzes Abspiel. Ist halt genau auf dem Feld. Wenn. Also genau ist plus 1 da noch. Das ist noch plus 1, ja. Okay, dann versuche ich das. Okay, bevor du das machst, benennst du einen der Abfang. Benenne ich einen der Abfang. Weil die Schablone ist bewusst so breit gehalten, wenn ein Feld unter dieser Schablone ist, und das ist dieses Feld so gerade eben, dann darf der versuchen, den Ball abzufangen gleich. So, das darf er jetzt schon, bevor der Pass überhaupt geworfen wird. Ja, aber wenn ich fumble, dann bleibt er trotzdem hier und ist nicht abgefangen. Das stimmt. Also du musst jetzt erstmal ansagen, aber ich muss sagen, der fängt ab. Okay. Und ich muss jetzt auch erst den Abfangwurf machen. Ja. Dann wirfst du, ob er ankommt oder nicht. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich den abfange, kriege ich den Ballpunkt. Ja. Außer du fummelst. So, ich habe eine Gewandtheit von 4, das heißt 3, 4 und Abfang ist um 2 erschwert. Also auf die 6. Also auf die 6. Lucky 6. Nein. Ist die Hälfte davon. So, mein Wurf ist an die 3, also auf die 4, aber kurzes Abspiel auf die 3. Nein. Gut. Inakkurat. So, das heißt, der landet hier irgendwo. Er weicht jetzt dreimal ab. Von diesem Feld. Von dem Feld. Erste Richtung. In die 6. Zweite. In die 2. In die 6. Verdammt. Es kann jetzt passieren, dass der Ball trotzdem bei ihm landet. Wenn ich jetzt auf die 2 komme, gut, da kann er nicht landen, weil er einer am Boden liegt, muss ich jetzt die 5 würfeln. Ja. 4. Ah! Geht dahin, da landet er
Das scattert er jetzt nochmal einmal, weil das ein leeres Feld ist, wo er landet. Nee, warte, er scattert von ihm. Von ihm scattert er schon. Ja, plus das war beim Wurfscatter, glaube ich, nicht nur beim Landen. Aber ist egal, das ist ein Turnover. Das war mein achter Spielzug. Ja. Das heißt, ja, das Spiel hast du definitiv jetzt gewonnen. Ja. So, Ego-Trip, sorry. 1, 2, 3, hebt den Ball auf. 3 plus! Nein. Er hat ein Ballgefühl, er kann besser aufheben. Nein. So, das war das Spiel. God damn it. Auf jeden Fall. Du hast 2-1 gewonnen. Ja, aber das war echt der Sprint in letzter Minute, in Anführungsstrichen. Ja, also die zweite Halbzeit lief bei mir gar nicht. Mhm. Aber das ist Bloodborne, das kann halt einfach so kippen. Deshalb, die zweite Halbzeit habe ich einfach verwürfelt, gehört dazu. Definitiv. Aber in der Liga wäre ich trotzdem relativ zufrieden mit dem Spiel, weil ich halt immerhin 5 Leute habe. Wer weiß, was mit denen alles passiert und, ist. Und also, ich hätte das schon gemacht habe, also Erfahrungspunkte gab es einige. Hätte es gegeben, sagen wir es mal so. Ja, und das war ein volles Bloodborne-Match mit allen Pipapo. Sagen wir fast allen. Im Grunde die Grundzüge sind drin, wir haben ein paar der Sonderfähigkeiten drin, wir haben ein paar besondere Sonderfähigkeiten drin, weil die Big Guys sind dann nochmal ein bisschen anders. Aber im Grunde ist das Spiel. Die Aufstellungsregeln sind klar und an sich ist es ein leicht zu lernendes Spiel. Ich denke, das hat man zum Teil ja auch gesehen, aber es hat taktische Tiefe durch, wo stelle ich jetzt meine Miniaturen hin. Man muss schon gut überlegen in den Zügen. Also man kann drauf losspielen, muss dann aber erst recht sich so ein hartes Fell aneignen mit, es kann halt alles schief gehen. Das muss man halt abkönnen. Ansonsten, also es hat halt viel Zufall drin, es ist aber ein witziges Spiel. Ich würde es halt auch eher in die Kategorie Bier und Brezel stecken. Ja. Man kann es relativ entspannt runterspielen und sich halt über die Würfe dann amüsieren. Während halt im Vergleich zu Guild Ball, das halt, Guild Ball ist halt eher kompetitiv. Also man kann da wirklich sinnvoll Turniere mitspielen, weil es sehr ausgewogen ist. Ja. Nicht ganz so stark gravierende Zufallswürfe drin hat, also dass dadurch strategisch und auch berechenbar strategisch ist. Und hier bei Blood Bowl, die Teams, die es gibt, die Mannschaften sind nicht alle ausgeglichen. Es gibt sehr starke Mannschaften und es gibt eher Quatschmannschaften, die eher witzig als effektiv sind, wie Halblinge zum Beispiel. Ja, also das hat Games Workshop selber gesagt, dass es halt Teams gab, die durchaus sich von anderen sehr, sehr stark unterscheiden. Man hat auch hier im Spiel gesehen, dass natürlich drei der großen Jungs natürlich einen sehr, sehr starken Impact auf die jeweilige Verletzungsreihe haben. Ja. Der einen Teams, vor allem wenn das Team nicht so Rüstungspunkte hat. Entsprechend ist da die Kluft bei manchen Teams größer als bei anderen, was aber auch gleichzeitig einen gewissen Reiz ausmachen kann. Dafür, dass natürlich sehr viel zufällig ist, muss man dazu sagen, kann halt der größte Mist passieren, wie jetzt meine zweite Halbzeit größtenteils. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr interessante Herausforderung zu gehen. Was ist der am wenigsten risikoreiche Zug, um den Gegner alles wie möglich zu erschweren? Oder riskiere ich die Risikozüge, vertraue vielleicht auf den paar Rerolls, die man hat, oder die Fähigkeiten, die wenigen Spieler haben, um dann dort halt vielleicht auch mal einen unmöglichen Zug rauszuhauen, wo der Gegner dann in Anführungsstrichen auch die Hände über den Kopf wirft und sich wundert, was hier jetzt gerade passiert ist. Ja, ich hätte gerne den Pass geschafft. Ja, ob ich das Fangen geschafft hätte? Nee. Nein. Gut, also das Spiel wollte nicht, dass ich diesen Touch schon versuche und zumindest durchkriege. Ja, aber wie gesagt, das war das komplette Match von den, wie heißen deine? Gutter Globedeers. Gutter Globedeers gegen die Altdorf Acolytes. GG gegen AA. Ja, sie haben sich entsprechend verhalten. Ja, Gaga. Wo ich dazu sagen muss, sie heißen zwar Altdorf-Akolyten, aber keiner von ihnen ist aus Altdorf. Die haben den Namen nur, um die Hexenjäger in Altdorf zu ärgern, damit die ganze Zeit den Zinsch-Kult, den sie darstellen, suchen, der gar nicht da ist. Ja, also, und das ist, glaube ich, auch noch ein Spaß an Blood Bowl. Das ist halt die alte Welt von Warhammer Fantasy, und wo man das alles ein bisschen überzogen macht und sich einfach sehr viel witzige Namen ausdenkt und dann auch witzige Geschichten drumherum. Deswegen denke ich, Bier- und Brezel-Rollenspiel ganz cool. Liga machen auch Spaß damit, aber man sollte es nicht zu ernst nehmen, nein, sonst wird einem dieses Spiel keinen Spaß machen. Richtig, richtig. Und insofern, ja, war das Demo-Match. Wir haben die Regeln größtenteils erklärt. Wenn noch Fragen offen sind, stellt sie uns unten in der Beschreibung oder fragt uns auf dem Discord-Server. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir jetzt so oft weitere Blood Bowl-Spiele vor Kamera machen werden, was einfach damit zusammenhängt, dass ich gerade umziehe. Ja.
Da gehe ich aber auch nicht zu sehr ins Detail jetzt hier auf dem Kanal. Das ist jetzt nicht so wichtig, außer dass ich halt meinen Standort ändere, aber Videos wird es weitergeben. Ja, ansonsten danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, das Blood Bowl Match. Es war halt sehr chaotisch, aber ich fand es eine sehr coole zweite Halbzeit, weil es eben dieses Comeback der Skaten war und dann nicht zu so einer einseitigen Prügelparty wurde. Ja, Gott sei Dank. Also Spannung bis zum Schluss. Und ja, insofern danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.